Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Ihr habt schon drauf gewartet, so wie ich es aus den Kommentaren lesen konnte. Wo bleibt Teil 3? Und ja, hier ist Teil 3. Für alle, die Teil 1 und 2 noch nicht gesehen haben, würde ich empfehlen, diese beiden Videos zuerst zu schauen. Wenn ihr aber keine Lust habt auf 4 Stunden lang Reini, RBS und Ani, kann ich auch kurz zusammenfassen, worum es geht. Also Regenbogenschaf war wieder bei Reini im Teamspeak und Reini fing mehr oder weniger sofort an mit seinen Fantasiegeschichten. Also ist egal was. Alles natürlich, wir kennen es, kompletter Helikopter. Ja, und RBS hört sich das an, fordert ihn auch dabei so ein bisschen auf, also streichelt ihm ein bisschen das Bäuchlein, damit Rainer weitererzählt. Denn wir wissen, man muss Rainer nicht irgendwie fertig machen, beleidigen oder sonst irgendwas. Nein. Es reicht, wenn man ihn einfach reden lässt. Ne? Wenn man noch, Moment, ich mach mal hier Ding. So, hier, Dreh, Fliesen, Egger. Es reicht, wenn man Reini reden lässt. Das macht's fast noch witziger. Er wird sowieso das liefern, worauf man es abgesehen hat. Gerade RBS. Der macht das ziemlich schlau. Wie gesagt, wenn ihr die beiden vorigen Videos noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Ich kann sie nur empfehlen. Einfach wunderbare Mitschnitte. Ja, ansonsten, was ist sonst passiert? Ach, das mache ich in einem kleinen Video, falls heute der nächste Podcast kommt von unserem guten Reini. Klären wir das da. Gut, Leute, ich würde sagen, was soll mal groß rumquatschen? Gehen wir rein in den Reini und in den Ehrenmann RBS. Einmal jeder durchziehen, dass er da bleibt und nicht rausfliegt, weil ihr könnt da wieder reinschauen. Ja, genau. Wie auch immer. Jedenfalls. Durchzählen, man kennt's. Ach, wie das zu einem Meme geworden ist. Da war es ja mal so, dass keiner die 1 nehmen durfte, weil nur Rainer die Nummer 1 ist. Rainer sagt durchzählen, einer schreit 1 und Rainer sagt, ich bin die Nummer 1. Ihr könnt Nummer 2 wählen. Ach, wunderschön. Die guten alten Zeiten. Ja, ich mache mir da keinen Kopf drüber, was ich mache und was ich nicht mache, was ich getan hätte, was ich nicht getan hätte. Es sind halt Sachen, die passiert sind. Mittlerweile gehe ich auch nicht mehr raus. Und ich habe meine Überwachungskameras mittlerweile, die gut ausgerichtet sind. Ich habe ihm eine gezeigt, das war aber ja nur eine von 5 oder von 4. Nee, 5 sind's. Hier muss man sich auch wieder vor Augen halten. Rainer hat damals schon gesagt, er geht gar nicht mehr raus. Ne, egal, was er da gesagt hat, das war meiner Meinung nach alles Avenglülülü. Und irgendwann zwischendurch reicht es RBS mal immer kurz, kriegt dann kurz einen Tilt-Error ready to rumble und dann geht's aber wieder weiter. Die alle an verschiedenen Punkten sind und so, ein paar sieht man gar nicht. Von da aus, wo sie sind, aber die können halt trotzdem das Grundstück überblicken. Ja, am besten irgendwie dir so eine Strategie überlegen, wie du die am besten positionierst und dann ja, kannst du im Endeffekt. Die sind ja alle positioniert. Wie viel positioniert er damals noch hatte? Rainer hat gar nicht mitbekommen, dieses Positionieren, wie RBS ihn damit ein bisschen auf den Arm nehmen wollte. Auch, dass keiner die Kameras sehen kann. Naja, die Kameras, die hängen halt direkt vorne an der Hausfassade. Was jeder, der da vorbeigeht oder fährt, sieht diese Kameras. Naja. Zwei oder drei haben sogar ein überschneidendes Bild. Also, okay. Das hat immer so eine Ecke, die auf beiden Bildschirmen sind. Da hast du mehrere Bildschirme mit mehreren Kameras, jede Kamera ein Bildschirm. Also, was die eine sieht, sieht die andere dann quasi auch. Also. Ja, aber nur halt ein Stück. Ja. Also wenn du quasi wenn du mal zum Beispiel, mein kompletter Hof ist zum Beispiel ausgeleuchtet, also wenn du von links kommst und komplett über den Hof läufst du über drei Kameras.
Und wenn du von hinten kommst, läufst du auch über zwei Kameras. Warum fallen so Schlagstöcke eigentlich immer so ganz blöd gefragt? Schlagstöcke eigentlich verboten? Natürlich. Ja, okay. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin ja Angler, ich nehme auch immer einen Schlagstock mit, wenn ich zum Angeln gehe. Oder ich gucke das mal nach eben. So, ich habe mir mal nachgeschaut. Es wurde direkt Teleskopschlagstock gesagt. Ich spiele es euch aber selber vor. Sind Schlagstöcke verboten? Laut Wikipedia, nach dem Waffenrecht handelt es sich bei einem Teleskopschlagstock nicht um einen verbotenen Gegenstand. Gut. Lass uns doch noch mal kurz Rainers Meinung dazu hören. Schlagstock denn eigentlich verboten? Natürlich. Ja. Natürlich. Ne? Bei Rainer ist es natürlich so. Rainer macht das Gesetz. Was soll ich sagen? Ne? Ich meine, ich kann auch nur kurz Google fragen. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn ich irgendwas nicht weiß, dann schaue ich halt nach und sag nicht, ja, natürlich. Reini hätte natürlich gerne, dass die verboten sind. Dann kann er sagen, er wurde mit sowas angegriffen und ist natürlich komplett verboten. Natürlich ist verboten, jemanden damit anzugreifen. Ja? Aber an sich ist dieses Gerät anscheinend nicht verboten. Hat mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Gerade diese Teleskopdinger, dachte ich schon, dass die verboten sind, aber okay. Okay. Schlagstöcke, vor allem die Teleskopdinger, also es gibt, ich glaube, es gibt eine Art von Schlagstock, die, die man tragen darf, aber ich glaube auch nur mit dem Schein oder so. Aber bin mir auch nicht sicher, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich kenne mich bei Waffen nur mit Schwertern und so weiter aus, also mit Klingenwaffen. Und die sind natürlich für Rainer nicht verboten, ne? Die trägt er durchs Dorf und bringt sie in den Wald. Da kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich weiß nur, dass der ausklappbare Schlagstock, mit dem ich angegriffen wurde, also das so ausziehbare Schlagstock oder wie das Ding heißt. Das ist natürlich dieser eben angesprochene Teleskopschlagstock. Teleskopschlagstock heißt es, genau. Danke. Die sind auf jeden Fall verboten in Deutschland. So. Gut, ich habe jetzt gerade eben bewiesen, dass es nicht so ist. Für Rainer ist es, wie gesagt, auf jeden Fall sind die verboten. Rainer weiß da Bescheid. Wenn jetzt jemand Rainer widerspricht, Bruder, dann ist Turn-up. So viel weiß ich. So viel weiß er. Ich weiß so viel, dass das anscheinend nicht stimmt. Weil es das Waffe zählt. Ja, aber also, du hast ja auch, also ich sag mal, du bist ja auch nicht immer ganz unschuldig. Da gab auch mal so ein Video, da hast du mit irgendeiner Pistole, ja klar, war keine echte Pistole, und hast du auf irgendjemanden geschossen und auch so Stöcke geworfen, sind dann aber irgendwie, ja, hast du nicht gut geworfen. Ich habe absichtlich daneben geworfen. Rainer hat natürlich absichtlich daneben geworfen. Wir kennen alle, Rainer wirft halt wirklich gern. Rainer trifft nur wirklich nie. Und er würde so gern. Erinnert ihr euch, wie er vorne auf dieser, ja, auf der Terrasse stand, also oben in der, auf dieser Dachterrasse, und hat versucht, einen Stock zu werfen, und das Ding ist genau einen halben Meter vor ihm unten ins Gras, im Gras stecken geblieben. Das war so witzig. Wirklich sehr schön. Und wie oft hat er schon Stöcker geworfen? Ach. Und immer wenn er daneben wirft, sagt er, ja, hätte ich euch treffen wollen, hätte ich euch getroffen. Selbstverständlich glauben wir das. Len. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, das wurde nicht einmal gefilmt. Lustigerweise haben sie auch mal geworfen. Lustigerweise haben sie das nicht, lustigerweise haben sie auch dies nicht. Ja, das Geile ist ja, dass ich die Axt im Nachhinein vor 2 Jahren dann für, was war die, für einen 50er oder für einen 100er oder was, habe ich die dann verkauft. Und oder aber wenn die jemand getroffen hätte. Ich meine, ich glaub, jetzt mal ohne Spaß, da wirft jemand mit einer Axt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und jetzt ist Reini, ach, ey, ich, ohne Spaß, jeder normale Mensch
da hätte die Polizei eingegriffen und hätte gesagt, hör mal, der wirft hier mit Äxten auf Leute. Den können wir hier nicht frei rumlaufen lassen. Da hätten die mal ihren Job machen sollen, denke ich. Keinen getroffen. Ich hätte keinen getroffen. Hallo, ich weiß genau, wie groß mein Hof ist. Ich lebe schließlich, seit ich auf der Welt bin, drauf. Und ich weiß genau, wie weit ich werfen kann, beziehungsweise wie weit ich werfen muss. Das ist halt kompletter Quatsch. Ja? Das ist ganz, ganz großer Quatsch. Ja? Leute, es gibt Handballspieler. Die werfen von der einen Seite und die spielen schon ihr ganzes Leben lang Handball. Bundesliga, Champions League und so weiter. Die werfen von der einen Seite aufs leere Tor und treffen das nicht. Das gibt es, das kommt vor. Natürlich, im Normalfall treffen sie schon, aber es kommt auch vor, dass der Ball nicht reingeht. Das sind Profisportler. Was die machen als Sport ist werfen. Und selbst die treffen manchmal ein Tor nicht auf einem Handballfeld. Rainer weiß ganz genau, wie er eine Axt zu werfen hat. Hat er in seinem ganzen Leben vorher noch nie getan, weiß aber ganz genau, wie er diese Axt zu werfen hat. Wirklich, er hatte da Riesenglück und die Leute noch mehr. Wenn das jemanden getroffen hätte, hätten wir hier heute kein Game. Ganz, ganz sicher. Und die Axt ist aufgekommen, unterm Tor durchgerutscht und wenn die nicht hochgesprungen wären, hätte er noch einen am Fuß erwischt. Also was Rainer jetzt erzählt, wie er das entschuldigen möchte, ist an Lächerlichkeit kaum zu unterbieten, wirklich. Die ist in meinem Hof gelandet und die wäre eigentlich auch gar nicht auf der anderen Seite gelandet. Die ist dann unten unter meinem Zaun, ist die durchgerutscht. Ja, Rainer, wenn du doch weißt, genau weißt, wie du die werfen musst, wie kann das denn passieren? Wie gesagt, Profisportler, die nur werfen, treffen ein großes Tor nicht. Rainer ist da wieder was ganz anderes, ne? Das höchste Wesen. Aber auch da hätte sie niemanden verletzt, weil die ist weder scharf gewesen noch sonst was. Die ist so stumpf, damit kannst du eher Steine klopfen, als dass du damit Holz hacken kannst. Hier nochmal ganz kurz, ich weiß, ich rede jetzt gerade ziemlich viel rein. Auch wenn man einen Hammer wirft auf so eine Distanz und der trifft dich am Fuß, der ist auch nicht scharf. So ein absurder Satz, die ist nicht scharf, damit kann man eher Steine kloppen. Ja, ein Hammer ist auch nicht scharf. Wenn der dich trifft, kann es auch Brüche geben. Ein ganz altes Ding gewesen. Und die ist ja, weiß nicht, einen oder zwei Meter vorm Tor ist die ja runtergekommen. Aber schon heftig. Also da. Mit viel Glück für euch beide. Boy, weißt, stell dir mal vor, da wäre jetzt ein Hater in dem Moment blöd nach vorne gegangen. Ich habe mal am Hater aus 4 Meter Entfernung eine Wasserbombe genau ins Gesicht geworfen und deshalb, obwohl er versucht hat auszuweichen. Auch hier könnte ich jetzt was einspielen, aber Besuchervideos sind nicht so gern gesehen. Auf YouTube. Und deswegen erzähle ich es nur. Rainer hat die eigene Hauswand getroffen. Und natürlich sind ein paar Spritzer auf den Besucher gespritzt. Allerdings hat er ihn nicht getroffen. Ich treffe, wenn ich will. Ja, also du hast noch mal so Schneebälle geworfen und da war... Schneebälle habe ich mit Sicherheit nie geworfen. Ja, du musst ja aber trotzdem mal bedenken, wenn dir das... Hier scheint für Rainer eine Grenze zu sein, die er nicht überschreiten wollte. Äxte werfen? Kein Thema. Farbbomben? Auch okay. Aber ein Schneeball, das wird er nie tun. Ne, ein Schneeball hat er noch nie geschmissen. In seinem Leben noch keinen Schneeball geworfen. Äxte okay, aber Schneebälle nicht. Das Ding zufälligerweise so blöd aus der Hand rutscht oder so. Ich sag jetzt gleich, ja. Ich sag jetzt gleich vorweg, dass mich Regenbogen scharf wahrscheinlich jetzt gleich wieder Lügenlord nennt oder sonst was. Ich habe ein Jahr lang oder zwei, 2011, was, Ende? Ich habe 2,5 Jahre Messerwurf gemacht. Okay. Ich treffe mein Ziel. Ja, gut, aber dass dir sowas mal aus der Hand rutscht, das da rutscht ja mir trotzdem, nichts, da rutscht mir nichts aus der Hand. Wie weit war ich wegstanden? 10 Meter? Wenn mir das aus der Hand rutscht.
War das 10 Meter, dann treffe ich höchstens mich selber. Oder treffe nicht einmal so weit. Wenn also auf 10 Meter geworfen wird und ihm etwas aus der Hand rutscht, trifft er sich selber. Diese Argumentation, die er da gerade bringt, ist wirklich, ja, durch nicht viel zu überbieten. Ich habe ja nicht so viel Kraft eingesetzt, dass ich über den Zaun werfen kann. Ich wollte ja, dass ich da 1 oder 2 Meter vorher runterkomme. Und da ist er ja auch runtergekommen. Die ist fast genau da runtergekommen, wo ich wollte. Ja, so einen halben Meter weiter hinten sogar ist er runtergekommen. Ja, gut. Von daher. Das hat auch, also an sich finde ich jetzt gar nicht mal so unglaubwürdig. Ups. Da habe ich doch glatt noch getippt. Grüße gehen raus an Ofi, falls du es gerade hörst. Wir schreiben gerade. Weil an sich eine Sportart, also es gibt's ja wirklich so. Also, und wenn du hast ja auch Kampfsport mal gemacht eine Weile. Mhm. Und, ja, 6 Jahre halt so. Ja, keine Ahnung, also wenn du da halt dann auch noch quasi mal Kampfsport sozusagen abgeschlossen, noch ein bisschen Messerwurf, finde ich jetzt nicht so unglaubwürdig. Findet er nicht so unglaubwürdig. Ne? Hier versucht der Rainer natürlich dazu zu bringen, weiterzureden. Als ob er ihm das glauben würde. Erstmal diese 6 Jahre Kampfsport. Leute, wir haben gesehen, wir wissen alle, wie Rainer aussieht. Ne? Natürlich gibt es beleibtere Menschen, die Kampfsport machen, selbstverständlich. Und Respekt, ja, stark. Aber wir wissen, wie Raini sich bewegen kann. Raini kann keine 5 Meter geradeaus wongeln. Ne? Das ist meine Meinung, das habe ich schon öfter gesehen. Und wir haben seine Kicks gesehen, die er versucht hat, bei Lachflatter im Stream zu machen und so weiter. Allein diese Ausgangsposition, die er einnimmt, wenn er glaubt, er will jetzt hier den dicken Max markieren. Ja, diese Naruto-Kampfhaltung, Mana tanken, beide Arme nach hinten und dann versuchen sie eine Bud Spencer-Schelle zu geben. Leute, ganz im Ernst, jemand, der auch nur die erste Sitzung irgendwie, das erste Probetraining mitgemacht hat, irgendwo in einem Kampfsportverein, der hätte sofort gesagt, nee, der war hier noch nie. Das hat sich so angeboten damals, weil es war so, ich habe ja die 6,5 oder nicht ganz 6 Jahre, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich die Kampfsport gemacht, das war in der Schulzeit noch, Ende der Schulzeit. Ja. Und kurz danach bin ich vom Bogenschießen von einem Kumpel zum Messerwurf gekommen. Ja. Bogenschießen habe ich auch mal zeitlang so eng mitgemacht, aber. Komisch, dass auch Rainer nur für Kinder coole, weil wir wissen ja ungefähr auf dem, naja, auf dem Niveau ist er ja noch, meiner Meinung nach, für Kinder coole Sportarten gemacht hat, ne? Für Dorfkinder. Fußball gespielt oder Handball gespielt oder so hat er nie. Aber Bogenschießen, Kampfsport, Messerwurf, Axtwurf. Mich wundert, dass er nicht noch irgendwie zum Drachenfliegen kommt oder so. Drachenfliegen, versteht ihr? Nochmal, sorry, ich hoffe, ich habe gerade nicht zu viel getippt. Ja, ich kann mir das jetzt gerade nicht zwischendurch anhören. Ich hoffe, die 2 Stunden gehen gleich nicht deswegen in der Binsen. Ich schreibe gerade mit dem heiligen Ofenkäse. Ganz viele liebe Grüße gehen raus. Ja. Aber stelle ich jetzt ein. Liebe. Bogenschießen war mal auf Dauer zu teuer. Also da kosten die Pfeile ja schon. Oh Gott. Was hat von meinem. Das war ja klassisches Schießen auch noch tatsächlich. Da sind sie sogar noch verhältnismäßig billig. Ja, und beim Bogenschießen ist es natürlich so, man weiß das, jeder, der schon mal Bogenschießen gemacht hat, weiß, einen Pfeil verwendet man nur einmal. Ne? Deswegen, also wenn man schon 10 Mal schießen will, muss man sich pro Trainingssitzung 10 Pfeile kaufen. Aber da kosten, glaube ich, die billigsten Pfeile kosten da, boah, lass mich lügen, 30 Euro der Pfeil? Ja. Ungefähr. Ja, also, eigentlich, du, ich meine, konntest du eigentlich reiten? Also ich meine, ihr habt nicht Pferd. Geritten bin ich nicht und hat mich auch nie interessiert. Und das habe ich was ich auch wirklich oft schon gesagt, das Pferd von meiner Mutter war ein sogenanntes Sulky-Pferd, beziehungsweise es war ein Traber. Das heißt im Klartext, das war für Kutschen und für Pferderennen mit Kutschen, also für Sulky-Rennen war das eigentlich ursprünglich gedacht. Und das eigentlich hätte das Pferd eingeschläfert werden sollen, dann wollte das meine Mutter unbedingt, hat es dann gekauft auch.
Und ja. Hier bin ich ganz ehrlich, kenne ich mich überhaupt nicht aus bei Pferden. Das Einzige, was ich weiß über Pferde, das war das, was Rainer da gerade gesagt hat. Also wenn das wirklich stimmt, dann weiß ich jetzt mehr. Ich weiß nicht, ob der Blue ein Rennpferd war. Keine Ahnung. Ne, kenne ich mich wirklich überhaupt nicht mit aus. Ich kenne die großen, dicken Pferde hier. Sind das, nennt man die irgendwie Kaltblüter oder so? Oder sind das die warmen? Ich weiß es echt nicht. Diese Pferde, die halt die dicken Kutschen ziehen, ne? Und dann, ja, und dann die anderen. Das ist das, was ich von Pferden kenne. Hat sich eigentlich darum in den letzten 20 Jahren dann so gut wie gar nicht gekümmert. Das wäre auch geil gewesen, so du so mit Bogen, so reisest quasi, naja, also Drachenreiter Bogen, und dann im Endeffekt Bogenschießen zu Pferd, Messerwurf und so. Bogenschießen zur Pferd hat mich nie interessiert. Generell, alles so mit Pferde hat mich eigentlich nie interessiert. Und da gab es richtig Vereine bei euch, also war es richtig... Ich bin ganz... Pferde haben mich auch nie interessiert, nicht so wirklich. Ich finde, es sind faszinierende Tiere. Einmal hatte ich richtig Angst bekommen, als so ein Polizist beim Fußball auf so einem Indianer-Moped kam, da hinter mir hergeritten da, ne? Die sind ja riesig, ja? Aber sonst weiß ich von Pferden nichts, wirklich nicht. Im Verein drin, oder wie? Ich weiß nicht, ob es hier in Imskirchen irgendwas gab. Ich bin über einen Kumpel in der Schulzeit drüber gekommen. Das war über Bad Windsheim, beziehungsweise der kam woanders, der kam aus Uffenheim. Irgendwo da hinten war das. Also es war ja direkt in Uffmann, es war irgendwo da in der Nähe, keine Ahnung. Ist aber schon ewig her. Und du hast das dann wirklich so richtig professionell, sage ich mal, nee, im Verein? Ich habe das, wie gesagt, das Bogenschießen habe ich damals machen wollen, aber das war mir, wie gesagt, zu teuer. Ja. Und ich bin dann zum Messerwerfen übergegangen, das war mir eigentlich auch zu teuer. Aber... ich habe ja schon gesagt, Klingenwaffen und so weiter faszinieren mich ja schon immer. Ich habe ja auch ein Schwert hier stehen und alles. Ja. Und das hat mich ja damals fasziniert. Und bin ich ja ein wenig zum Messerwurf dadurch gekommen. Weil, könntest du das heute noch? Dass Rainer nicht erzählt zwischendurch, dass er noch Schwertwurf gemacht hat oder so. So genau wie damals treffe ich mit Sicherheit nicht mehr. Da müsste ich wieder üben. Ohne Spaß. Wir haben Rainer Bogenschießen sehen. Ne? Wir haben Rainer Sachen werfen sehen. Leute, immer noch weiter daran festzuhalten, ich habe das als Sportart betrieben, ist an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu übertreffen. Ne? Das ist wirklich. Seien wir mal ganz ehrlich, wir haben das alles gesehen. Er hält aber weiter daran fest, dass er das mal als Sportart betrieben hat. Natürlich. Wie jede seiner Sportarten nicht professionell, ja. Das erzählt auch immer wieder dazu, weil man könnte ja zur Not bei diesem Verein mal anrufen und sagen, hör mal, habt ihr mal den Wongel bei euch gehabt? Und die werden sagen, wen? Den kennen wir nicht. Das ist ja, das ist eine Sache, das musst du ja regelmäßig üben, damit du auf dem Stand, auf den du bist, bleibst, beziehungsweise auch besser wirst eventuell. Aber das war doch eine coole Sache für ein Video. So, keine Ahnung, du übst schon mal ein bisschen. Da müsste ich erstmal meine Wurfmesser raussuchen. Ich dachte, jetzt kann man mit ganz normalen Messern machen. Was? Nein! Da brauchst du alle ausbalancierte, austarierte Messer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man es beim Messer austariert nennt, beim Schwert nennt man es austariert. Da brauchst du Messer, die genau ideal gewichtet sind. Du musst ja, wenn das Gewicht beim Messerwurf beim normalen Messer liegt im Normalfall das Gewicht, nicht auf der Schneide, sondern hinten auf dem Heft, also wo du das Messer in der Hand hast. Aber mit dem Messer werfen nimmst du das Messer ja vorne an der Klinge. Ach so. Und wirfst es. Ja. Aber die Dinger sind doch auch schweineteuer bestimmt, oder? Kann man sich auch wahrscheinlich nicht so gut leisten. Es gibt billige. Wie gesagt, RBS versucht jetzt Reini weiter zum Reden zu bringen, ne? Erzähl mal mehr, sind die teuer? Er versucht so auszuloten, was Reini weiß und was Reini jetzt behaupten wird. Und teure halt, ne? Also wenn man es professionell, wenn man es richtig aktiv machen will in einem Verein und alles, wobei ich nicht weiß, ob es dafür groß noch was in der Umgebung gibt. Wenn du es wirklich in einem Verein oder so machen willst, dann... Könntest du dir sowas leisten? Kostet das... Eigentlich ist, ich habe noch irgendwo meine, ich weiß bloß nicht wo. Die sind irgendwo im Dachboden, glaube ich.
Die habe ich schon vor, ich glaube, oder habe ich die verkauft? Weiß ich gar nicht mehr, keine Ahnung. Rainer, der große Messerwerfer, weiß nicht mehr, ob er seine Messer verkauft hat. Okay. Mal gucken, aber, ob ich also, überhaupt noch habe. Wenn du dir das leisten könntest oder so, oder um da auch. Könnte ich freilich. Aber das ist vielleicht doch ganz cool mal zu sehen. Also jetzt mal, nicht sofort, aber so in, keine Ahnung, im Sommer, also an so einer Scheune, an Scheune. Ich habe aus, so. Hab aus einem guten Grund aufgehört mit dem Messerwurf und das habe ich auch nicht vor, nochmal anzufangen. Okay, warum? Das ist Privatsache, darauf will ich nicht eingehen. Rainer möchte jetzt erzählen, kennt ihr, in diesen Cartoons kommt doch immer einer vor, der am Anfang nicht kämpfen will. Ich habe gekämpft, ich kämpfe nie wieder, es ist etwas passiert. Und am Ende rettet er halt die Welt so, weißt du, weil er doch kämpft. Genau das versucht Rainer jetzt. Ich habe Messerwerfen gemacht, aber mache ich nie wieder. Es ist was vorgefallen. Was denn? Ist privat. Rainer ist jetzt dieser Geheimnisvolle aus den Cartoons, aus den Animes, sorry. Sorry, Leute, wenn ich immer Cartoons sage. Ich bin auf diesem Anime, bin ich so drauf. Ihr habt mir schon mal ein paar empfohlen, ich habe mir auch schon ein paar Folgen angeschaut. Ich fand die auch nicht alle schlecht, muss ich zugeben. Aber ich habe dann einfach nicht die Zeit. Wenn ich sehe, was es dann an Folgen davon gibt, ne? Irgendwie so 500, 600 Folgen. Und dann denke ich mir, Junge, da kommst du eh nicht mehr rein. Ja, das wirst du niemals wieder nachholen können. Deswegen, ich bin da einfach nicht so drin. Wenn ich dann, nehmt's mir bitte nicht übel, wenn ich mal Cartoons sage. Aber man kennt das, so dieser Geheimnisvolle, der nie wieder kämpfen will, so, weißt du? So dieser Rambo. Ich mach nichts mehr. Nein, hier, euer Krieg, das ist euer Krieg. Und am Ende zieht er natürlich doch in die Schlacht, ne? Ist klar. Achso, aber es war, okay. War nicht besonders lustig und deswegen habe ich mir das. Bestimmt was passiert, was Schlimmes. Ich habe mir dann geschworen, es aufzuhören. Ich habe mir geschworen, es aufzuhören. Das Original. Original dieser Quatsch, ne? Das Original so. Kannst du dir nicht ausdenken, Bruder. Auch aufgehört. Ich weiß, wie gesagt, ich glaube, ich habe sie noch. Ich weiß aber nicht, ob ich meine Messer überhaupt noch habe. Ich glaube, ich habe sie noch. Ich weiß aber nicht, ob ich sie noch habe. Okay. Und selbst wenn, das Problem ist, die Messer, die ich damals hatte, und das ist, glaube ich, wie gesagt, der Grund, dass ich sie, glaube ich, verkauft habe. Ich muss aber meinen Kumpel fragen. Ich glaube, die habe ich. Wenn ich sie jemandem gegeben habe, war es mein Kumpel. Und das war schon, wie gesagt, ein paar Jahre her. Und wenn ich die noch habe, muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich die wegtue oder so, weil das waren größere Wurfmesser, die auch scharf waren und die gelten als Waffen. Ah, okay. Also mein Schwert, das ich hier habe, es ist ja keine Waffe, weil es stumpf ist. Auch meine Dolche und so, die ich da habe, sind ja auch keine Waffen, weil sie auch stumpf sind. Ich bin mir nicht sicher, aber sind Dolche nicht auf beiden Seiten geschärft? Macht das nicht ein Dolch aus? Und die sind doch zu 100% verboten. Ne, also Klingen, die auf beiden Seiten scharf sind, ich glaube, die sind schwer verboten. Schwer verboten. Ich meine, es war irgendwie ein Mann im Wald oder so. Ist auch so ein Survival-Typ. Ich fand ihn ganz sympathisch, muss ich sagen. Den habe ich mir jetzt ab und zu mal angeschaut, jetzt wo es halt dieses Seven vs. Wild, wo das so populär war, ne? Und der hat das mal gesagt, dass irgendwie, wenn die auf beiden Seiten geschärft sind, sind die verboten. Gerade beim Messern, weil als was anderes, als was will man sie benutzen, wenn sie auf beiden Seiten geschärft sind, ne? Du kannst sie schlecht zum Schnitzen benutzen, weil du keinen Daumen irgendwie als Druck von der anderen Seite geben kannst. Es macht halt keinen Sinn, außer das als Waffe zu benutzen. Ich meine, dass das verboten ist. Aber auch jetzt wieder, Leute, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und ich möchte jetzt auch nicht jeden Fuck googeln, den Rainer versucht hier zu bringen. Denn dann sind wir morgen noch hier. Ich weiß, euch stört das nicht, aber ne? Ding, Fliesen, Liebe. Die Gegenstände sind, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel das Schwert oder was ich da habe, das könnte ich auch schärfen, wäre eine Waffe. Aber das darf ich halt nicht, weil es halt dann eine Waffe wäre. Ich meine, ich habe einen Schein und alles. Oder hatte mal einen. Messerschein oder wie? Was? Nee, Waffenschein. Der musste ja regelmäßig erneuern. So. Aber jetzt mal, bevor ich jetzt nachher nicht schlafen kann, aber du hast jetzt niemanden
schwerwiegend verletzt oder so, oder? Also das... Wie gesagt, das ist Privatsache, darauf gehe ich überhaupt nicht ein. Okay, das ist heftig. Geht auch niemandem was an. Ich würde an deiner Stelle nicht so viel rein interpretieren. Okay. Aber stell dir mal vor, lassen wir das Thema. Keine Ahnung, ich bin einfach... Also ich habe meine Ziele früher so gut getroffen, dass ich eigentlich hätte machen, also dass ich eigentlich Meisterschaften hätte machen können. Wenn jetzt mal ohne Blödsinn, sowas kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ehrlich, wer kommt auf die Idee und erzählt, wenn er nie professionell diesen Sport gemacht hat, dass er hätte an Meisterschaften teilnehmen können? Ja, was konnten dann die Leute, die das professionell gemacht haben? Man weiß noch hier, dass er Schach beim Vizemeister, hier Vize-Weltmeister aus Bayern, hat er Schach gelernt. Lell. Der ist irgendwie, hat die Vize-Weltmeisterschaft gewonnen. Irgendwas hat er sich, da hat ZDK einfach die besseren Argumente. Und dann verliert er im vierten Zug seine Dame gegen einen Elo-Bot, gegen den hätte jeder Anfänger gewonnen. Rainer verliert im vierten Zug seine Dame. Auch da hätte Rainer natürlich Meisterschaften spielen können. Wenn ich gewollt hätte, hatte ich aber keinen Bock drauf, weil für Meisterschaften musst du dann wirklich dauerhaft im Verein sein, du musst jeden Tag stundenlang üben, du musst du musst dann kleinere Wettkämpfe teilnehmen und... Ja, Rainer, eine Meisterschaft ist meist ein Wettkampf, ne? Oder meint Rainer kleinere Wettkämpfe und dann irgendwie deutsche Meisterschaften? Wollte Rainer gleich an den deutschen Meisterschaften oder Weltmeisterschaften teilnehmen oder was versucht er sich jetzt da zurechtzurendern? Man müsste dann jeden Tag üben und in einem Verein sein. Ja, Rainer, das sind die, die in einem Verein sind, machen das alle. Aber du könntest natürlich an Meisterschaften teilnehmen. Macht absolut Sinn. Da auch gut abschneiden und mitmachen und alles. Und ich war meiner Meinung nach nie so gut dafür. So. Du hast gerade... Junge. Kannst du nicht ausdenken. Ein paar von den Jungs, die das damals auch gemacht haben, die ich von daher damals kannte vom Messerwerfen und generell so von diesen ganzen Sportarten, die hatten damals gesagt, ich soll das machen und so. Und ein paar von denen haben das auch gemacht. Die hatten ja auch ein Team gegründet. Die wollten da das zusammen halt machen, auf Meisterschaften fahren. Die haben das dann auch gemacht, aber halt ohne mich. Ja, das kann schon auch nicht so viel zocken dann. Das frisst ja alles. Die haben wahrscheinlich gesagt, ja, hier, Reini, mach das mal mit, dass sie einen Dulli hatten. Nee, man kennt ja in jedem Verein... ist der eine, der halt nicht so gut ist. So, und man will sich auch nicht mit Absicht drüber lustig machen, also sieht manchmal trotzdem witzig aus. Trotzdem mag man den natürlich auch, klar. Aber man möchte natürlich auch nicht, dass der weg ist, denn sonst könnte man selbst der Schlechtere sein. Wisst ihr, was ich meine? Zeit. Das hat mit Zocken nicht viel zu tun gehabt. Die hatten da irgendwelche Auflagen. Du musstest dir... ein ganz bestimmtes Set an Messern kaufen. Ja. Das wäre ein 12er-Set gewesen. Da hätte das Set nur das Set mit Messer und dann brauchst du ja noch im Idealfall, dass die Messer halt in einem guten Zustand sind. Dann brauchst du ja auch noch Pflegezeug und alles dafür und am besten noch eine Tasche oder was dafür. Und das hätte alles in allem nur die Messer. 12er-Set hätte, was waren das, 350 Euro gekostet. Ah, na gut, okay. Finde ich jetzt für ein Hobby, dass man angeblich so gut kann. 350 Euro, gar nicht so viel. Jeder, der angeln geht, der weiß, wie teuer dieses Hobby sein kann. Mein Freund Fuddel, der hat Warhammer als Hobby und hat da irgendwie 5.000, 6.000 Euro reingesteckt. Ich habe da viele andere aus der Bubble kennengelernt, die haben alle Tausende von Euronen da reingesteckt. Aber Rainer ist für ein Hobby 350 Euro zu viel? Daran hat's gescheitert? Schwierig, das zu glauben, sag ich mal so. Ja, aber ich meine, 30 Euro Pfeile, das ist schon trotzdem günstiger als Bogenschießen. Bei dem. Bogenschießen. Das waren ja damals, was ich gemacht habe, das war ja Kunstschießen. Das waren ja klassisches Schießen, das waren ja das alte, das waren ja die normalen. Das waren keine gewichteten Bogen und so ein Scheiß.
Ach so, okay. Ja, es gibt dann doch diese gewichteten Bogen, die dann noch Zugkraft von was weiß ich wie viele Kilotonnen hinkriegen. Also übertrieben gesagt. Da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Das war mir einfach dann auf Dauer auch zu blöd. Und dann wollte ich das klassische Schießen machen. Also so bin ich dann drauf gekommen. Das war mir dann aber auch zu teuer. Weil damals bin ich bin ja damals fast jedes Wochenende zweimal in die Disco gegangen. Und manchmal noch am Donnerstag. Und da hatte ich, das habe ich keinen Bock drauf gehabt. Das war mir. Gut, wärst du damals zu dieser Zeit arbeiten gegangen, wärst du donnerstags nicht in der Disco gewesen. Ne? Normalfall. Ganz so teuer auf Dauer. Also eine Theorie. Und dann hättest du dir auch 350 Euro Messer leisten können. Kritische Frage, ich hatte es letztens mit einem Arbeitskollegen drüber. Also natürlich nicht über dich, aber einfach über die Frage. Wenn du gefragt werden würdest, ob du auf den Mond fliegen würdest. Nö. Also man zahlt dir alles, deine Familie Nö. Wäre abgesichert. Kein Interesse. Und warum? Aber weil es dich nicht interessiert oder weil du Risiko eingehen möchtest? Ich habe mit Risiko nicht viel zu tun. Ich habe in meiner Schulzeit viele Risiken eingegangen. Nee. Ich bin in meiner Schulzeit viele Risiken eingegangen. Also ist mir das Risiko, auf den Mond zu fliegen, ist genau das gleiche wie das in der Schule. Kannst du dir nicht ausdenken. Nur wirklich, manchmal kommen da einfach Sätze bei rum, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich zum Mond fliegen würde. Mich da in so eine Rakete zu setzen, Bruder, das ist fliegendes Rattern mit Feuerantrieb. Da sehe ich mich irgendwie nicht drin. In der Schulzeit bist du viele Risiken eingegangen. Ja, ich habe in meiner Schulzeit viel Scheiße gebaut. Ach, machst mich aber neugierig. Also. Denke ich mir schon. Nee, interessieren tut mich sowas an sich schon, aber ich hätte keinen Bock und auch, ich habe einfach keinen Bock, wer weiß wie lange. Das kostet ja alles Zeit, in so einem, der Flug zum Mond und zurück, das kostet ja ewig Zeit. Ja, aber auch Zeit im Endeffekt auch und alles. Quatsch. Nein, das kostet ja, da hockst du ja Wochen oder Monate lang in dem Ding und auf einem beengten Raum und alles. Ich mag's nicht so beengt. Ich bin auch jemand, der nur zu Hause auf Klo geht. Ja, auf so einer Reise zum Mond oder mich auf so ein Weltraumklo zu setzen, das sehe ich mich irgendwie auch nicht. Es ist lieber, wenn ich Platz habe, mich zu entfalten. Deswegen habe ich eigentlich. Das ist jetzt eine blöde Metapher dafür, aber deswegen habe ich auch eigentlich gar keine Lust, auf dem so ganz oben auf YouTube zu stehen. Dass mir alle zuschauen oder mich alle beobachten, was letzten Endes ja trotzdem in einer gewissen Weise der Fall ist. Ich ziehe eigentlich eher so die zweite oder dritte Reihe vor, da habe ich ein bisschen mehr Freiraum, auch wenn ich trotzdem etwas zu viel Aufmerksamkeit habe. Bitte? Und so lange zum Mond, bin mir ganz sicher. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Reise dauert ungefähr 76 Stunden zum Mond. Wenn das jetzt so richtig war. Ich habe das nur ganz schnell auf dem Handy mal gegoogelt. Aber natürlich musst du dich da monatelang, vielleicht sogar jahrelang drauf vorbereiten. Ich kenne mich halt auch überhaupt nicht aus. Aber nochmal zu dieser Zeit, ohne Spaß. Also ich muss sagen, Raumzeit ist was anderes. Echt, ja, braucht man dann monatelang? Krass. Aber diese riesigen Zeit, ich muss sagen, an sich... Hat er jetzt gesagt, das dauert Monate oder hat er auch die Vorbereitung gemeint? Hätte ich dich für einen Langweiler gehalten. So, also so... Ich bin relativ langweilig. Also Bogenschießen, Messerwurf finde ich jetzt nicht so aufregend. Ja, doch schon. Und jetzt, wenn du noch sagst, du bist Risiken eingegangen, also... Ja, ich keine bin Ahnung, jetzt, überrascht mich. Ich bin zwischen 15 und 20 bin ich Cross gefahren, Quad gefahren. Und er fährt kein Cross, weil es cool ist, sondern ja, komm, lassen wir es. Hattest du eine eigene Maschine wirklich richtig und so? Also wirklich, ich hab sogar einen Schein. Einen großen. Kleiner Fun Fact, hat er nicht. Und noch ein kleiner Fun Fact, er hat zurzeit gar keinen Schein mehr. So Quatsch oder was? Was sind das so vier? Nee, Motorrad, also Motorradschein halt, aber du darfst mit Motorradschein fährst du ja Quad. Quad sind die mit vier Rädern, ja. Also ich dachte, du fährst, ach so, okay. Ja, ja, habe ich früher, wie gesagt, war alles zwischen 15 und dann 120er Schein habe ich zwar nicht, aber
Ich habe dann einen großen Schein irgendwann gemacht mit 8. Es gab einen 125er Schein. Ich glaube 1B oder was, wie hieß der? Früher war das 80 Kubik, dann, wenn du 18 bist, darfst du die irgendwie mit 125 Kubik fahren. 18. 19. Warst du da auch dann richtig auf so Cross-Strecken unterwegs oder eher so nur... Stellt euch mal Rainer auf einer Cross-Maschine vor. Und Leute, sorry, ich habe wieder mal nachgegoogelt. Rainer hat ja gesagt, mit 18 hat er dann den großen Motorradführerschein gemacht, ne? Das kam mir ein bisschen merkwürdig vor. Also habe ich mal das liebe Google gefragt. Ab welchem Alter darf man einen großen Motorradführerschein machen? Laut da direkt, Führerschein Klasse A, für große Maschinen. Für den vollwertigen Motorradführerschein der Klasse A müssen Sie mindestens 24 Jahre alt sein. So, man muss mindestens 24 Jahre alt sein, um einen großen Motorradführerschein zu machen. Rainer hat den mit 18 gemacht. Ja. Vielleicht war der Prüfer ein Messerwerfkollege oder so. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Es ist aber auch unglaublich, wie leicht man diese Lügen aufdecken kann. Ich frage Google einen Satz und schon wissen wir, es war wieder... Es war der Lülikopter. Wirklich, wie leicht man das aufdecken kann. Es ist so... Ach, Mann. Sag mal, Feld? Hast du schon mal das Eberla gesehen? Ich meine, da war ich jetzt zwar nicht unterwegs, das war mir zu heftig, aber so Waldstrecken sind mir öfter gefahren früher. Ist alles schon ewig her. Du hast mal gesagt, hast du gar kein Motorrad? Derzeit nicht, ne? Achso, okay, war das so gemeint. Okay. Ja, krass, ohne Spaß. Das finde ich jetzt richtig verrückt, dass du so Messerwurf fand ich schon richtig krass und jetzt auch noch so Motorradfahren. Das passt so gar nicht zusammen für mich eigentlich. Und, Messerwurf, also Messerwurf finde ich ist eigentlich viel, viel zu langweilig. Also im Vergleich dann zum Motorradcrossfahren und so. Und das ist ja auch alles so. Um im Vergleich zu seinem Motorradführerschein, den er als einziger Mensch anscheinend 6 Jahre früher machen durfte. Lell. Alles Jahre her, ja. Also, Und wir wissen, dass er länger als ein Jahr gebraucht hat für seinen Autoführerschein. Er hat ja mal in die Kamera gehalten. Hat er das mit dem Motorrad abgedeckt? Ich lasse mich mal kurz nachlinsen. Ich finde es gerade leider auf die Schnelle nicht. Hoffentlich konnte man mich jetzt gerade vorher hören. Ja, denke schon. Ich finde es gerade leider auf die Schnelle nicht. Ich weiß nicht, ich schätze mal, du kennst mich erst seit ich, also von meinen Videos her und so, du kennst mich erst seit ich 22, 23 bin. Ja. Also da fehlen ja 4, 5 Jahre zu den ganzen Aktionen. Hat sich ja alles irgendwann dann beruhigt. Wenn ich älter geworden bin, bin ich ein bisschen vernünftiger geworden. In Anführungszeichen vernünftiger, weil das war ich ja offensichtlich nicht. Wenn man so die Dinge anschaut. Aber würdest du sagen, würdest du YouTube nochmal, also angenommen, ich... 275 Tage, achso, mit dem Mofa, steht hier gerade, zum Mond. Das Thema war komplett fertig. Und Rainer sucht, wie lange braucht man mit der Mofa zum Mond, oder was? Junge. Quatsch. Ja, gut, aber wendet mal die Zeit so an. Mit dem Mofa zum Mond, das geht doch gar nicht. Naja, das ist so Blödsinn gerade gewesen hier. Aber würdest du, angenommen, ich komme jetzt zu dir und sage, hey, ich gebe dir jetzt die Wahl. YouTube, so wie es jetzt bisher verlaufen ist, oder, keine Ahnung, Messerwurf in Anführungszeichen professionell und ein bisschen Motorradfahren und ein normaler Job, sage ich jetzt mal. Was würdest du wählen? Bei normaler Job ist Rainer schon mal raus. Wie? Also angenommen, ich komme zu dir und sage so, okay, Rainer, du bist jetzt 16 Jahre alt. Entweder gehst du jetzt den Weg des YouTubers und du wirst aber auch sehr viel gehatet und es wird kein leichter Weg. Oder würdest du sagen, oder du nimmst den Weg, du machst Messerwurf, fährst Motorrad und machst einen ganz normalen, ich sage es mal, langweiligen. Es ist ja beides mein Weg gewesen. Das habe ich ja beides erlebt, von daher... Er weiß gar nicht, auf was RBS hinaus will. Er hat diese Fantasievorstellung, was er in der Zukunft machen will.
macht er Messerwurfmeisterschaften, hat trotzdem einen normalen Job und so weiter und lebt sein Leben? Oder wird er zu dem YouTuber, den er heute ist? Dann brauche ich mich nicht dafür entscheiden. Ich habe ja beide Leben in dem Sinne geführt. Das war ja meine Schulzeit. Also zwischen Motorrad und Cross gefahren bin ich halt ab 15, 16. Generell, so in meiner Schulzeit, Mountainbike und alles bin ich ja früher auch gefahren, so mit 14, 15, 16. Also, wie ich dann halt älter geworden bin, ist dann halt vom Mountainbike auf die Cross übergegangen und so weiter. Und dann später Messerwurf, Bogenschießen, Kampfsport und alles. Und dann danach ist ja dann, als ich dann Internet gehabt habe und generell zu dem Zeitpunkt ja schon das Ganze in der Mark gemacht habe ich ja dann mein YouTube gemacht und alles. Ja, aber im Endeffekt wäre eigentlich wäre es doch besser gewesen, wenn du kein Internet. Warum? Weil ihr euer Dorf hatte ewig lang kein Internet, oder warum hattest du so spät kein Internet mehr? Ganz einfach, das wollte der Rudi nicht. Der wusste schon, was passieren würde. Ich hatte einfach keins. Okay. Das ist halt, das haben wir halt nie gehabt. Mein Vater hat damals das Ganze nochmal halt gemacht und ja. Der hat ja das Sagen gehabt und der hat gesagt, das kommt keins her und das kam halt auch keins her. Das ist für Rainer ganz normal. Das ist für Rainer das Familienleben, hat er gerade gesagt, ganz normal. Der hatte das Sagen gehabt. Und so möchte Rainer in einer Beziehung natürlich auch behandelt werden. Ne? Ganz normal ist, Rainer ist der Mann, der hat das Sagen. Er ist halt in seiner Erziehung ziemlich weit hinten hängen geblieben. Ne? Also ziemlich weit vorne, beziehungsweise. Als dieses Bild noch leider aktuell war. Heute zum Glück nicht mehr. Aber so möchte Rainer das bestimmt auch haben. Ja gut. Na gut, im Endeffekt, wenn er zahlt, ja, ne, kann er ja auch entscheiden dann. Aber wird es dich nochmal reizen, so? Also klar, jetzt aktuell mit deinem Gewicht und so brauchen wir nicht drüber reden, aber. Naja, war ich ja in dem Alter damals nicht. Ja, aber jetzt würdest dich. Angenommen, du würdest es noch abnehmen, würdest du dann, hättest du da mal wieder Bock drauf? Oder würdest du sagen, okay, das war damals? Weiß nicht. Skateboard fahren bin ich früher, vielleicht wieder ein bisschen skaten oder so mal gehen. Wenn ich ein wenig abgenommen habe wieder. Aber das würde ich voraussetzen, bevor du dich auf so ein Board stellst. Basketball hast du auch gespielt früher. Ja, also in der Schulzeit habe ich viele Aktivitäten gehabt. Ich habe ja, du hast ja hier nicht viele Möglichkeiten gehabt bei uns. Was hast du denn da groß gehabt? Wenn du kein Fahrrad gehabt hast, hast du eine Arschkarte gehabt, weil du brauchtest gar nicht irgendwo hinlatschen, weil du bist immer schon eine Dreiviertelstunde oder was oder halbe Dreiviertelstunde unterwegs gewesen, plus minus. Rainer, du hattest aber ein Rad. Später hattest du sogar ein Auto. Trotzdem wurden deine Aktivitäten immer weniger. Kirchen. Je nachdem, wie es da unterwegs warst, dann bin ich früher nicht gerne gelaufen, sondern lieber Fahrrad gefahren. Das passiert heute noch. Heute läuft er nicht gerne, heute fährt er lieber Auto. Dabei fährt er gar kein Auto. Und dann hast du meistens nicht viel machen können in dem Kirchen, weil es gab ja damals keine Jugendherberge und sowas gab es ja oder gibt es ja, glaube ich, bis heute nicht in Emskirchen. Doch, im Roten Herz, also habe ich schon zweimal übernachtet. Da kann man auch. Das Rote Herz ist doch keine Jugendherberge. Ja, aber nicht teuer. Beziehungsweise, was ich meine, ist das. Weiß Rainer überhaupt, was eine Jugendherberge ist? Ich glaube, er meint so einen Jugendclub oder so. Irgendwie so ein Treffpunkt für die Jugendlichen. Er ist ja von Jugendherberge. So, Jugendclub halt, so. Ja, sag ich ja, sorry. Ach so. Wo sie die Kids treffen und so weiter halt. Es gibt zwar mittlerweile oben die Skaterrampen und so weiter, aber die sind ja auch erst vor, boah, lass mich lügen, 5 Jahren, 6 Jahren gebaut worden oder vor 7, 8 Jahren gebaut worden. Ja. Also das war ja alles schon nach meiner Zeit. Da bin ich ja schon vom Crossfahren alles wieder weggegangen gewesen. Habe ich schon wieder ein normales Leben in dem Sinne geführt. Da kennt dich aber auch jeder, ohne Spaß. Ich bin da vorbeigelaufen mal. Und auch nochmal ganz kurz, was er alles erzählt hat, was er gemacht hat. Crossfahren, Quadfahren, natürlich alles. Wir wissen, dass das alles nur
stattgefunden hat, wenn er geschlafen hat, ne? Aber angeblich ist er Cross gefahren, Quad gefahren, Messerwurf, Bogenschießen, allen Furz und Feuerstein. Aber man konnte nicht viel machen. Ne? Und, also ich habe noch gar nichts gesagt, da haben schon ein paar so Metal, also unfassbar teilweise. Ja, das Metal, Leute, das hat es echt den Leuten angetan. Ja. Das Lustige ist, ich will gar nicht zugeben, wie lange ich tatsächlich damals gebraucht habe, um auf diesen Spruch zu kommen. Nee, ich bin ja eigentlich drauf gekommen mit meinem Lied, die Metal, Leute, das war ja mein Song. Metal, Leute, habe ich schon lange vor dir gewusst. Nein, Rainer, du wolltest immer, dass es Metal mit T, das muss hart klingen, Metal. RBS hat dann Metal, Leute, draus gemacht. Und wärst du ein bisschen schlauer gewesen, hättest du das gut vermarkten können. Das ist meine Begrüßung von Anfang an gewesen. Wie auch immer. Ja. Bestimmt 2-3 Monate drüber nachgedacht, wie ich meine Zuschauer begrüßen soll. 2-3 Monate drüber nachgedacht, wie er seine Zuschauer... Und dann ist er auf Metal-Leute gekommen. 2-3 Monate drüber nachgedacht und kommt dann auf Metal-Leute. Egal. Und hat sich halt dementsprechend dann irgendwie ergeben. Dann kamen Metal-Leute, ne? Schon catchy, so, schon cool. Aber ist das nicht von diesem... Gab's so ein... wie heißt denn dieser fränkische Comedian? Bambos? Bambos, ja. Der hat es doch auch mal gesagt früher. Oh, Metal, Leute, Metal. Dachte ich immer. Servusle, ist dann sein Begrüßungskissen. Servusle. Okay. Ich dachte, das ist von dem und das war einfach nur geklaut. Ich kannte den tatsächlich nicht. Ich habe das von niemandem geklaut. Hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass Moin Moin und Metal, meine lieben Freunde, mir von Ofenkäse geklaut wurde. Und ich bin's wieder, euer Arni. So schnell kann's gehen. So schnell hört man sich wieder. Wurde mir von Annette geklaut. Hakuna Matata wurde mir von Rocksau geklaut. Die Fragen, die beantwortet werden müssen, wurde mir von Uti... Alle klauen sie von mir. Alle. Alle. Spaß. Liebe. Wenn überhaupt, haben das denn die Leute von mir. Ich habe damals absichtlich... Das war einer der Gründe, warum ich damals so lange überlegt habe. Wie ich meine Zuschauer begrüße, weil ich wollte irgendwas haben, was niemand anders hat. Und damals habe ich überlegt, was unterscheidet mich von anderen YouTubern? Was unterscheidet mich von denen, die es schon gibt und von den was für eine Begrüßung soll ich machen? Wenn man bedenkt, dass andere YouTuber haben ihre eigene Begrüßung, wie zum Beispiel Unges so ungeheuer schönen Tag oder sowas oder ungeheuer guten Tag. Schon Let's Play hat viele verschiedene gehabt, wie zum Beispiel dann hey zusammen. Wie viele Monate er da wohl drüber nachgedacht hat. Kenn ich gar nicht. Und lauter so Zeug halt. Also es gibt ja verschiedenste YouTuber halt, die verschiedene Arten begrüßen ihre Zuschauer. Und über Dreikurs hat auch Fefe und so. Und ich hab damals halt überlegt, was könnte ich machen, was mich unterscheidet. Und dann irgendwann bin ich halt auf die dumme Idee gekommen, hey, ich mache doch sowieso viele Headbang-Videos, mach viel Metal und so weiter. Oder beschäftige mich viel damit. Und dann habe ich halt gedacht, hey, einfach Metal, Leute. Und kam mir damals ultra bescheuert vor. Irgendwann hat sich das dann implementiert bei mir. Und Das hat sich implementiert bei mir. Junge, Bruder. Das ist schon... Wann war denn das? Das war ja... Seit meiner ersten Videos. Das war ja irgendwann Anfang 2012 war das dann. Also Ende 2011 habe ich ja meine Videos angefangen. Das sind ja die allerersten Videos, die sind ja tatsächlich von den Hatern mehr vorhanden, weil die haben die Hater selbst nicht mitgekriegt, tatsächlich. Es gibt, glaube ich, nur, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wirklich... Er erzählt ja immer noch seine absurde Geschichte, dass seine ersten Videos am 11.11.2011 kamen. Und um 11 Uhr natürlich, ne? Durch Zufall, na klar. Die kennt natürlich niemand, nur er. Keine Hater, keine Fans, keine Zuschauer. Niemand kennt dieses Video oder diese Videos, die an diesem Tag angefangen sind. Die kennt nur er und die gibt's auch leider nicht mehr. Kann er leider nicht mehr beweisen. Tja, jetzt haben wir das Problem, glauben wir das oder nicht? Ich bin da eher so bei nicht.
wirklich nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, wirklich so vielleicht 10 Leute oder was, die diese ganzen alten Videos kennen. Das waren so 10, 15 Stück oder 20 Stück. Die habe ich durch einen Fehler damals auf YouTube, wo ich mich noch nicht so gut ausgekannt habe, tatsächlich alle gelöscht und hatte leider keine Aufnahmen mehr davon, also konnte ich es nicht mehr hochladen. Leider alle gelöscht, leider alle weg. Oh, geht nicht mehr. Schlecht. Das habe ich, also das Video kenne ich, wo du das, dich dafür entschuldigst, dass das da die ganzen Videos gelöscht worden sind. Da hattest du noch diese ganz crazy Frisur, diese... Das war, bevor ich die langen Haare hatte, ja. Ja, das war... Genau. Und das ist eben, wie gesagt, echt lange her. Also das war... Boah, wann war denn das? Das dürfte Mitte, Ende 12 gewesen sein. Irgendwie sowas. Was? Da warst du... Warst du da... Wenn es Ende 12 war, war ich da schon 23. Ohne Spaß, das muss ich auch sagen, das war auch so eine coole Sache von dir. Dieses eins älter als das Jahr. So kann man sich halt wirklich dein Alter... Elf älter als das Jahr. Elf älter als das Jahr, so... Ja, im Endeffekt bis 2010 war es. Es waren schon immer 11 älter als das Jahr. Ich bin 2000 bin ich 11 Jahre alt gewesen. Richtig, 2000 war 11 Jahre, genau. Und als ich bin 89er bin ich geboren. Es war schon immer 11 mehr als das Jahr. Ich könnte jetzt einspielen, ich bin immer ein Jahr älter als das Jahr. Aber das kennen wir alle. Jetzt war es schon immer 11. Ja. Also immer halt als die letzten zwei Zahlen bin ich immer 11 Jahre älter. Weil jetzt haben wir 18 und ich werde dieses Jahr 19. Also ich werde immer. Es sind immer 11 mehr. Wir haben es 18 und ich werde 19. Weil von 18 bis 19 ist nämlich 11 mehr. Versteht ihr? Immer 11 Jahre älter. Nee, du wirst dann, also 18, dann wirst du 29. Genau, sag ich ja. Hat er ja gesagt, ne? 29, genau so hat er es gesagt. 19 hast du gesagt, deswegen, ja. Ah, mein Fehler. Ja, 19 werde ich dann 30. Ja, macht nix. Keine Ahnung, kann dir sagen, alt werden ist eine schöne Sache. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Mir geht das eigentlich am Arsch vorbei. Da kein Kopf drüber dann. Warum sollte ich? Habe ich erst vor kurzem mit jemandem eine Diskussion drüber gehabt. So führt Rainer übrigens sein ganzes Leben anscheinend, ne? Meine Meinung. Mach ich mir keinen Kopf drüber. Warum sollte ich? Weil dann sich die Leute immer so schämen. Ich falte, graue Haare. Ich immer so, war super. Und weiter? Das Einzige, wovor ich im Alter ein bisschen Angst habe, ist, wenn ich mich nicht mehr so gut bewegen kann. Rainer, dafür brauchte das Alter nicht zu kommen. Ne? Das ist dann sehr schnell nach diesem Video passiert. Ein paar Jährchen. Und ein kleiner Funfact, es lag nicht am Alter. Ja. Weil im Alter dann halt die Gelenke und alles nachgeben. Ich meine, bei mir sowieso, wie ich ja mein Gewicht und alles. Wenn ich mir bis in mein Alter dann nichts geändert habe dran. Aber wenn überhaupt dann so alt wert. Gut, ich meine theoretisch, also auch wenn das jetzt eigentlich irgendwie so ein Zeitsprung zurück wäre, weißt du noch, früher hat man immer gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt sozusagen. Das war so ein blöder Witz. Aber theoretisch könntest du ja echt, so dicke Amis, so, ne, kennt man ja so mit diesen kleinen Wägelchen. Und im Skirchen ist ja auch eher flach. Theoretisch könntest du auch mit so einem Kack, sagt man dazu, so ein... Zum Autoscooter oder was? Genau, so ein Scooterchen. Scooterchen quasi. Kein Interesse. Nee, pass auf. Ich bin, auch wenn man es mir nicht ansieht, echt gerne unterwegs. Beziehungsweise ich bewege mich echt gerne. Und da sind natürlich, dass er das nicht macht, sind natürlich andere dran schuld. Wir haben dann in seinen letzten Videos, ja, kann man ruhig so sagen, ist schon... ein, zwei Monate jetzt her. Es waren trotzdem seine letzten Videos gesehen, als er ganz alleine war im Wald und so weiter, wie weit er hätte laufen können. Er hat ja auch gesagt, ich würde gerne eine Stunde da durch den Wald laufen, aber das geht nicht, wegen den Leuten. Eine Ausrede gibt's immer, ne? Eine Ausrede gibt's immer. Ich bin ganz ehrlich, ich denke mir manchmal auch so,
ey, eigentlich kannst du auch heute mit der mit dem Fahrrad zum Maloche fahren. Ne? Oder wenn halt wirklich geiles Wetter ist, und dann, ey, die paar Kilometer kannst du auch laufen, so, weißt du? Natürlich sitzt man am Ende trotzdem im Auto. Wer kennt's nicht, ne? Wenn man halt ein fauler Sack ist. Ich weiß, das sieht man mir, ich habe mein Gewicht nicht an und alles, aber ich bewege mich echt total gerne. Ich laufe auch total gerne. Ich habe an sich auch kein Problem mit dem Laufen. Das ist meiner Meinung nach nicht wahr. Okay. Ich habe auch mit meiner Atmung normalerweise kein Problem. Auch das ist meiner Meinung nach nicht wahr. Wir haben uns mal dieses Video angeschaut, wo Reini Sport gemacht hat. Bruder, da war das Schnaufen aber, ne? Er muss ja nur vom Sofa aufstehen und zur Küche wongeln. Mit zwei Händen vom Sofa hochdrücken, uiuiui, und mit Schwung und vorne zurück, vor, zurück und hoch. Mit zwei Händen zur Unterstützung und Junge ist der im Schnaufen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer so laut atme in meinen Videos, keine Ahnung. Weil du ein Problem mit deiner Atmung hast. Ich hab kein Problem mit meiner Atmung, ich weiß auch nicht, warum ich so laut atme. Auch ein Satz, Bruder. Aber im Normalfall... Ich frag mich immer, warum, aber... Liegt es an deiner... Also was, du hast ja deine Niere oder was wurde rausgenommen, deine Galle? Hat damit nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun. Also, was hat denn das damit was zu tun, so ein Blödsinn? Keine Ahnung, wenn du ein Organ... Wenn der ach Organ komm, raus... lass mal doch den Blödsinn, oder? Was soll's, jetzt haben wir uns so schön unterhalten die ganze Zeit. Ja. Für Rainer war das eine schöne Unterhaltung bis jetzt. Es war von vorne bis hinten nichts Wahres dran. Das war eine schöne Unterhaltung bis jetzt. Ja, vielleicht sind es auch einfach nur die Mikrofoneinstellungen oder so. Keine ja, Ahnung. Ich bin da zeitlang immer davon ausgegangen, dass es vielleicht einfach so ist, dass das Mikro einfach zu sensibel ist. Also, weil Rainer schnauft, Rainer schnauft nur so sehr, weil das Mikro zu sensibel ist. Ich würde jetzt hier mal einfach so anfangen zu schnaufen. Und dann mal normal atmen. Mal gucken, ob man beides hört, ob das Mikro zu sensibel ist. Aber ich möchte euch, falls ihr schon eingeschlafen seid, jetzt nicht, dass ihr aufwacht und ihr hört mich schnaufen. Das möchte ich nicht. Beziehungsweise, wenn ich laufe und die Kamera so auf der Hand habe, ich bin ja bloß so, wie weit bin ich weg? 30 Zentimeter von meinem Mikro? Meistens. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe absolut keine Probleme beim Schnaufen. Überhaupt nicht. Nö, das tust du ja auch sehr oft. Schnaufen. Ich kann auch, ich laufe auch längere Strecken als in meiner Schulzeit. Ich weiß nicht, woran es lag, weil ich ja von meinem Gewicht her und so keine Probleme hatte eigentlich. Und ja auch relativ viel Sport gemacht habe. Ich bin echt... Hier ist erstmal die Definition von einer langen Strecke. Die wäre jetzt für mich, wenn ich sagen müsste, ich müsste jetzt eine lange Strecke laufen. Dann wären das für mich, sagen wir mal, 10 Kilometer. Müsste ich jetzt laufen. Das wäre für mich eine lange Strecke. Wenn für Rainer dann eine lange Strecke 5 Meter sind, dann reden wir hier von anderen Dimensionen. Und auch wieder dieses relativ viel Sport gemacht. Relativ ist halt auch so ein Begriff, ne? Nicht gerne gelaufen. Und wenn ich da bloß ein paar Meter gelatscht bin, haben mir sofort die Füße wehgetan. Ich habe keine Ahnung warum. Weil du vielleicht ein wenig zu viel wiegst für deine Füße. Und jetzt mittlerweile, obwohl ich das zehnfache Gewicht habe, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Warte noch ein paar Jahre. Aber obwohl ich mehr Gewicht habe und alles, habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Laufen. Gar nicht. Ja, also eine Zeit lang habe ich mal ein Problem mit meinem Knöchel gehabt. Aber ja, davon abgesehen, mit meinen Füßen selber habe ich keine Probleme. Seit Jahren schon nicht mehr. Auch mit meinem Kreuz nicht mehr. Ja, aber du musst ja auch immer so sehen. Also das sind ja auch meistens dann... Ja, ich sag mal, Schäden, die auch mit der Zeit erst kommen, also das ist ja jetzt auch nicht... Darum geht's mir ja. Darum geht's mir ja gerade. Ich habe ja gerade gesagt, das war die Schmerzen, die hatte ich, als ich 16 war, ja, zwischen, weiß nicht, 10 bis 16, 20 rum. Und jetzt habe ich das Problem aber nicht mehr. Also das ist nicht mehr der Fall. Aber das meine ich ja. Ich weiß noch, als du 2015, da warst du, hast du ja noch gearbeitet als Tiefzieher. 15? Nee. Ich hab noch nie als Tiefzieher gearbeitet. Also als ich würde sogar so weit gehen und sagen, er noch nie gearbeitet, aber ist natürlich nur ein Witz.
Wir wissen, dass er in seinen 32 Jahren schon knapp 2 Jahre gearbeitet hat. Und das ist für ihn genug, hat er selber mal gesagt. Auf Juno angefangen hast, da hast du noch gearbeitet. Ach so, da habe ich wieder mal gearbeitet, ja. Genau, und da hast du gesagt in der Sprachnachricht, dass dir deine Füße so unglaublich wehtun, dass du auch deswegen zum Arzt gehen wolltest. Wir wissen, als er mit YouTube angefangen hat, wie das mit seiner Arbeit war. Ne? Ich empfehle euch hier mal, wie heißt denn das nochmal, HZM-Brennpunkt oder so? Die Zeiten, wann er aufsteht, wann er zur Arbeit fährt, dass er ständig getwittert hat, dass er zu Hause ist, dass er gerade ein Video macht und so weiter. Und ständig Ausreden dafür hatte. Ne? Also wirklich ständig. Rumgestehe, ja. Achso, einfach nur vom Stehen. Aber nicht vom Rumlatschen. Da bin ich ja nicht rumgelatscht, da bin ich ja die ganze Zeit an der Maschine gestanden. Das habe ich dann auch keinen Bock drauf. Aber vom Rumlaufen? Im Gegenteil. Ja, den ganzen Tag an der Maschine stehen, da hat er keinen Bock drauf. Das kann ich sogar echt gut nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Hätte ich auch keine Lust zu. Aber dafür muss man sich halt in der Schulzeit auf den Hosenboden setzen und muss dafür sorgen, dass man später halt bessere Chancen hat und nicht den ganzen Tag an der Maschine stehen muss. Wenn ich an der Maschine stehe und ich immer ein paar Minuten Zeit habe, dann latsche ich lieber nochmal schnell hin und hole mir einen Kaffee oder irgendwas, weil ich dann in Bewegung bin. Dann tun mir die Füße beim Laufen gar nicht weh. Das ist das Witzige dran. Beim Rumgestehe habe ich, dann tun mir die Füße auf Dauer weh, aber beim Rumlaufen nicht. Also von der Bewegung her, das war, ich überlege gerade, wann das damals war mit der Sache, wo ich da so lange gelaufen bin. Das war ja zu der Zeit, wo ich die Antwort auf die Träume geschrieben habe, damals das Buch. Das war 2014. War das 14 oder 13? 25. Weiß ich gar nicht mehr, ob das 13 oder 14 war. Da habe ich meine Internetleitung damals geändert. Von Telekom auf Amazon, auf 1&1 auf Amazon, genau. das wäre mal was Neues. Ja. Da bin ich dann, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich das Buch geschrieben, weil ich habe ja nicht viele andere Sachen zu tun gehabt. Fernsehen geschaut habe ich zu dem Zeitpunkt schon einmal. Das habe ich schon, seit ich 22 bin, da mal gemacht. Das finde ich gut, dass du kein Fernseher schaust. Das finde ich echt, viele Leute, die verdummen einfach nur vom Fernseher. Das stimmt, zur Hälfte. Das Problem ist, wenn halt Fernsehen komplett durch YouTube ersetzt wird, dann macht es das auch nicht viel besser. Das war mir damals zu blöd, genau deswegen schaue ich kein Fernsehen mehr. Animes? Natürlich jetzt nicht nur durch YouTube, ich meine natürlich auch über alle anderen Seiten, über die man dann das Fernsehgucken im Endeffekt ersetzt. Ja, man sagt dann, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke Netflix. Macht es meiner Meinung nach jetzt nicht besser. Das kann ich auch auf legalen Seiten im Internet schauen. Ja, da sind wir es halt. Ne? Ich gucke kein Fernsehen, ich gucke Animes. Das macht es nicht besser. Hätte er sich ein Buch genommen, wäre es was anderes gewesen. Und noch dazu werbefrei. Zahle ein bisschen was dafür, dann kann ich die auch normal schauen. Macht mir dann keinen Stress. Und oder ich kaufe mir einfach die Serien auf Amazon Prime. Zum Beispiel Planet und Planet Afterlife. Aber kaufst du da viel? Die sind ja schon recht teuer. Also ich habe also Planet hat mich damals, also Planet und Planet Afterstory, also beide Staffeln quasi in dem Sinne, hat mich damals gekostet knapp 108 Euro. Okay, krass. Und das sind jetzt in Anführungszeichen plus 2 Staffeln mit. Gott, was haben denn die an Folgen? Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das zum Mond dauert. Ich bin jetzt gerade irgendwie zu blöd, das zu finden. Ach so, suchst du das immer noch? Nee, also ich habe jetzt mich die meiste Zeit unterhalten, deswegen. Okay. Ja, nee, also keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe nur gedacht, Monate. Ja, extrem alt. Reise zum Mond. Warum 3 Tage? Was? Suchst du zum Mond? 3 Tage. Warum? Hä? Okay, würdest du. Warum hat er jetzt wieder Flugzeit zum Mond eingegeben? Hä? Ja, die 76 Stunden deckt sich ungefähr mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es nur 3 Tage dauert, würdest du dann zum Mond fliegen? Nee. Ich finde das nicht gerade spannend. Wenn jetzt der Mond ein besiedelter Planet wäre mit einer Vegetation und alles, dann würde ich es mir vielleicht überlegen, weil es mich vielleicht interessieren würde. Aber ja,
Was mich interessieren würde, wäre mal die Erde aus dem Universum zu sehen, halt, aus dem All. Aber das wäre auch dann schon alles. Aber warum, was will ich denn auf dem Mond? Was will ich denn also da? Das ist einfach nur, keine Ahnung, also das ist einfach nur eine Frage, so, ob man das machen würde. Also ich habe auch schon überlegt. Also zum Mond nicht. Wenn dann schon lieber auf einem Planeten, der. Planeten. Sorry, konnte ich mich nicht vergreifen. Noch nicht so oft besucht wurde oder von dem man nicht so hört. So oft wurde der Mond noch gar nicht besucht. Und wenn er sagt, er möchte gerne auf einen Planeten, der schon besiedelt ist, deckt sich das nicht ganz mit einem Planeten, der noch nicht so oft besucht wurde? Was mich zum Beispiel mal interessieren würde, war das Venus oder Uranus? Ja, der ist natürlich besiedelt, ne? Und hat eine eigene Vegetation. Lell. Und wie willst du es auch anders? Venus und Uranus. Ey, nee. Nee, komm. Kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt mal von der Realitätsfernheit abgesehen, ist das so ein... Nee, komm. Mal kurz. Wann hast du eigentlich das letzte Mal richtig Urlaub gemacht? Hast du mal Urlaub gemacht überhaupt? So, also, naja, im Endeffekt, du zockst halt und machst deine... Saturn war es, Entschuldigung. Was zock ich? Rainer möchte auf einen... Ach, ey, kannst du dir nicht ausdenken? Also, Rainer, der so viel von Astrologie versteht, angeblich. Astronomie. Lell. Möchte Rainer gerne auf den Saturn, auf einen Gasplaneten. Ja, das würde Rainer interessieren. Auf einen Gasplaneten. Ist ja, pff, ne? Ey, was willst du dazu sagen? Du zockst halt und machst deine Videos und so weiter. Und Urlaub, natürlich wird Rainer gleich erzählen, dass er schon oft Urlaub gemacht hat. Aber wirklich mal an den Strand, ans Meer, einfach mal relaxen. Sich von der Arbeit erholen. Er weiß ja gar nicht, was das ist. Sagen wir mal ganz ehrlich. Wenn wir in Urlaub fliegen, dann legen wir uns an den Pool oder legen uns ans Meer und entspannen. Versuchen mal an nichts zu denken. Von was möchte er sich erholen? Also im Endeffekt, naja, keine Ahnung. Im Endeffekt ist ja fast jeder Tag recht ähnlich bei dir. So. An sich, oder die Woche ist ähnlich. Aber gut gesehen hast du ja dann eigentlich auch keinen richtigen Urlaub. Hast du, wann hast du das letzte Mal eigentlich Urlaub gemacht? Oder hast du Bock überhaupt Urlaub zu machen? So. Weißt du, ich meine, du bist ja an sich immer, gut, du gehst mal auf ein Festival, ne? Aber so ein richtiger Urlaub ist das ja auch nicht. Weißt du, wie ich meine, so mal eine Woche, so wie dein Kumpel, eine Woche auf Teneriffa oder sowas. So, wenn du das Geld hättest, natürlich. Was heißt das Geld hätte? Das Geld hätte ich schon, wenn ich wollte. Wenn er wollte, hätte er das Geld. Mhm. Na klar. Auch hier wieder diese Serie Harzer im Brennpunkt. Ich meine, das ist Harzer im Brennpunkt. Er ist selbstständig, also kann er entweder 5 Euro oder 50 Euro die Stunde verdienen, wie war das, ne? Oder 10 Euro oder 50 Euro? Dann ist jeden Tag Weihnachten. Ja. Ich spare ja immer wieder mal für irgendwelche Sachen. Nee, also. Ja. Vielleicht fahre ich ja mal irgendwann weg, ich weiß es nicht. Aber momentan, die Option hat sich in den letzten Jahren nicht erschlossen. Also die Option gab es in den letzten Jahren nicht. Also warst du quasi auch so in den letzten Jahren nie im Urlaub oder sowas? Nö. Ja. Gab's auch nie wirklich einen Grund dafür. Das stimmt, er hatte nie einen Grund, in Urlaub zu fahren. Ich hätte jetzt gedacht, dass er erzählt, dass er im Urlaub gewesen wäre. Sorry, mein Fehler. Na, mal abgesehen von Festivals und so halt, bin ich halt, ich gehe halt am Wochenende, gehe ich halt feiern, ab und zu mal. War ich jetzt auch schon länger nicht mehr, weil ich auch kein Interesse dran gehabt habe. Keine Ahnung.
Ja, du, ich meine, du sagst ja eigentlich immer mal, dass du irgendwie gern mal nach Japan möchtest oder Das ist schon sehr teuer, das ist schon extrem. so. Ja, Ich das, möchte auch gerne mal, ich genau. möchte auch gerne mal nach Dinge. Da würde ich auch gerne mal hinfahren nach Ding. Wäre so einer meiner Träumchen, ne? Einfach mal nach Ding und Ding. Das wäre schön. Hab den Namen vergessen. Nach Südamerika, nach. Ach, wie heißt's? In die Maya-Stadt, ich habe den Namen vergessen. Meint der Machu Picchu? Inka-Zeug, so Mexiko und Ja. sowas. Nee, nach Ding halt hauptsächlich. Ich habe den Namen vergessen. Mensch. Die zerstörte Stadt. Machu Na, Picchu. Machu Picchu, genau. Genau. Dankeschön. Genau, dahin will Nichts zu danken. ich. Würde ich gerne mal gehen, aber das kostet ja auch einen Haufen Kohle. Glaub. Das ist wirklich schweineteuer. Wirklich super teuer. Auch wenn gerade Südamerika das sind sehr arme Länder. Ich wollte gerade sagen, es ist ein sehr armes Land, ich Dulli. Das sind sehr arme Länder. Hohe Kriminalitätsrate und so weiter. Aber so Machu Picchu und so weiter zu besichtigen, das ist schon wirklich super teuer. 3.000, 3.500 Euro oder so. Gut, aber wenn du bei. Also ich muss sagen, so manche. Ich glaube, damit kommst du gar nicht hin. YouTube-Videos bei mir, die lief ja auch ganz gut. Wenn du dir mal überlegst, so, angenommen, du gehst eine Woche nach Machu Picchu und machst dann jede Woche, jeden Tag ein Video. Jedes Video bringt dir, keine Ahnung, 100 Euro. Dann ist ja auch schon wieder ein Teil dieser Reise wieder draußen. Also kann sich ja schon lohnen, auch so ein Urlaub für YouTuber. Hier spricht RBS was an, das gar nicht so dumm ist. Für viele YouTuber würde sich das wahrscheinlich wirklich lohnen. Wenn du jetzt so ein Aldali oder so wärst, oder ein Gronkh oder ein Unge oder so, das würde sich wahrscheinlich schon lohnen. Allerdings glaube ich nicht, dass sich das für Rainer lohnt. Erstmal, was will er erzählen, wenn er da ist? Ne? Ist halt sehr unwahrscheinlich, dass er irgendwas über diese Geschichte weiß. Sich was anlesen ist halt, ne? Lesen ist halt nicht sein Freund. Nee, ich glaub's nicht. Und wir haben auch gesehen, als er da in Italien war, in Rimini, angeblich am Strand und so weiter. Angeblich alles, ne? Wir haben davon keine Videos gesehen. Wo er wirklich in Italien war, wo er hätte einfach mal Sehenswürdigkeiten zeigen können, hätte wirklich Content gehabt, da hat er kein Video gemacht. Und wenn er dann gesagt hat, ja, der hätte gewusst, wo ich bin, er hätte das ja machen können und hätte das Video eine Woche später hochgeladen oder so. War ja sowieso öfter sein Plan. Naja. Ja, logisch. Aber du vergisst eine Sache. Und zwar musst du ja irgendwie überlegen, wie ist denn mein Haus, was ich mit meinem Haus mache. Ja, gut, okay, bei dir in dem speziellen Fall. Richtig. Ja, Da ist müsste ja ich auch ja, scheiße. da würde mich so ein Urlaub keine 3.000 Euro Flug kosten. Und ich sage jetzt wirklich mal 3.000 Euro Flug, allem drum und dran, ne? In Anführungszeichen 3.000 Euro nur. Sondern da würde mich in dem Sinne locker mal 5.000 Euro kosten, weil ich fast 1.000 Euro noch für Security, die auf mein Grundstück aufpassen, während ich nicht da bin, machen müsste. Weißt du, was ich meine? Da kommst du zurück, brennt die Ja, Schanze gut. oder so, keine Ahnung, wäre ja auch scheiße. Ja, Ja, das richtig. stimmt schon. Richtig, ja, also von daher. Meine, da kannst du auch nicht einfach mal sagen, irgendwie den Nachbarn, ja, guck irgendwie mal. Ich meine, Ja, wenn man alles ein die bisschen schauen will. schon drauf, so ist es nicht. Ja, natürlich, Aber aber. wie sich seine Meinung gegenüber den Nachbarn geändert hat, ne? Von die schauen da schon drauf zu, die machen überhaupt nichts, die sind auch schuld, dass hier alles. Die sind schuld, wisst ihr? Die machen jetzt ein Dorffest, geht da mal hin. Kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken, ehrlich. Wenn dann, sag ich mal, dann irgendwie auf einmal 20 Leute kommen oder so, da sind dann die Nachbarn sehr wahrscheinlich auch überfordert. Weil es so, also 5.000 Euro oder so, das wäre dann halt schon zu teuer, so aktuell von YouTube-Einnahmen und Co. KG. Ja, ich habe auch momentan absolut kein Interesse. Abgesehen davon, ich habe momentan. Dass er das aber auch nicht einfach zugeben kann, ne? Dass er einfach nicht sagen kann, yo, ich habe keine 5.000 Euro. Das kann er nicht. Das würde für Reini anscheinend ein Zeichen von Schwäche bedeuten. Wisst ihr noch, als Axel gesagt hat, was, ich glaube, es war Axel, ja,
Ich bin abends, habe ich mich eingeloggt da an so einem hier Computer-Online-Zeug und habe dann irgendwie 2000 Euro verspielt. Und dann sagt Rainer, ja, was für ein Quatsch. Wer hat denn 2000 Euro? So, was die meisten Leute haben, war für Rainer komplett utopisch. Und er kann aber einfach nichts, ja okay, 5000 Euro könnte ich mir gerade nicht leisten. Das konnte man doch einfach sagen. Rainer kann das nicht. Haben die Ashes of Shield wirklich Mom geschrieben? Was? Die Sache ist ja auch die, ich habe momentan keinerlei Interesse dran, weil ich momentan auch keinen nicht Passes, sondern wie heißt Reisepass habe. Ach so. Ich habe derzeit auch keinen Reisepass. Und dann müsste ich mir jetzt einen Reisepass machen und ich habe mir jetzt erst vor einem Jahr, vor 2 Jahren, einen neuen Passo machen lassen. Also von daher, mein Passo ist ja abgelaufen, habe mir jetzt erst einen neuen Passo machen lassen und alles. Das ist ganz ehrlich, nee. Einfach nee. Ist mir momentan zu teuer einfach. Das wäre ganz einfach gewesen. Ohne dieses ganze Drumherum gesabbel. Nee, wäre mir gerade einfach zu teuer. Würde keiner was Schlechtes drüber denken. Auf der anderen Seite, was heißt zu teuer? Ne? Das ist mir nicht zu teuer. Okay, nee, das ist mir nicht zu teuer. Ich brauche andere Ausreden. Keiner hätte weiter nachgefragt, wenn er gesagt hätte, nee, 5000 Euro wäre mir zu teuer gerade. Kann ich mir nicht leisten. Wäre das Thema fertig gewesen? Nein, Reini kommt ins Reden. Zu blöd. Müssten wir in ein paar Jahren sowieso einen Reisepass machen, sowieso einen Passwort machen lassen, wieder einen neuen. Ich weiß gar nicht, wann er abläuft. Jetzt mein Geldbeutel auch nicht da. Er läuft ja auch in ein paar Jahren wieder ab. Wie lange halten die? 5 Jahre oder so? Oder 6 Jahre? Ich glaube, reichen die echt lang. Also. Keine Ahnung. Ich habe meinen nicht da, ich weiß es nicht, kann ja nachschauen. Aber die laufen ja auch in ein paar Jahren immer wieder aus und dann kann ich mir zu dem Zeitpunkt dann mache ich mir halt, weil ich muss ja Bilder und alles auch machen, ne? Biometrische Fotos und alles. Stimmt, ja, richtig, muss man ja. Wobei, braucht man im Reisepass ein biometrisches? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube schon. Dann kann ich das alles auf einmal machen. Weißt du, dann mache ich einmal Bilder. Man muss ja nicht Etzeler Bilder machen und in 4 Jahren nochmal oder so. Mal gucken. Aber weißt du eigentlich, warum man Schanze zu dir ist, also zu dem Haus sagt? Ja, lustigerweise habe ich das nach Jahren tatsächlich erst gestern gecheckt. Ich habe gestern im Stream, Chap irgendwas gesagt und dann daraufhin ist es mir dann gekommen. Verschanzt. Schanze sagt. Ja, genau. Genau, richtig. Ja, weil er sich da drin verschanzt. Das hat er nicht gewusst, ne? Rainer ist auch wirklich der Einzige im Game, der das Game nicht verstanden hat. Richtig. Ich habe das 4 Jahre oder was, oder 3 Jahre, ich habe das nie gecheckt. Rainer hat das seit Jahren für etwas Rechtes gehalten. Just saying. Wieso Schanze? Ja, jemand hat mal was von der Wolfsschanze gesagt. Da ist es, alles klar. Ach, wegen den Hatern und Nazi und so. Und deswegen habe ich ja zeitlang gemeint, das bezieht man da drauf, aber das war ja offensichtlich falsch. Das ist sehr falsch, ja. Das ist mit den ganzen Nazi-Sachen, das wollen die ja immer, dass es so in eine Ecke gedrängt wird, so, aber ja, weil der König sich in seiner Burg verschanzt sozusagen und ja, deswegen sagt man halt Schanze. Ja, ganz genau. Ja, das habe ich jetzt auch mittlerweile. So, wir sind mit Part 5 durch. Das war bis hierhin sehr schön. Wir machen noch Part 6. Gleich ist der Boots hinten dran. Und da quatschen wir jetzt nicht groß. Dann gehen wir gleich rein. Es ist, wie es ist. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, und so ist es. Aber so zu Fernsehen, also klar, Funk und so, klar, also dass die richtig Assis, also das war ja mega Assi, die Aktion. Aber angenommen, jetzt würde ein Fernsehsender kommen und sagen, hey, machen wir eine Doku über dich oder machen wir einen Film über dich? Hättest du da Bock? Wärst du da dabei? Mhm. Oder?
Es gab eine Folge, Staller, oder wie hießen die nochmal? Ich hab's vergessen. Wurde mir auch geschickt, die Folge. Ich fand sie super langweilig. Dachte erst, ey, wenn das so lustig ist, könnte ich die vielleicht mal reacten. Fand ich aber sehr langweilig. War aber natürlich auf ihn bezogen irgendwo, ne? Klare Sache. Haben sie genau so viel geändert, damit sie ihm keine Tantiem oder wer ist das bezahlen müssen? Und das hat Rainer natürlich am meisten geärgert, ne? An Film vielleicht. Schauspieler? Naja, an Film vielleicht, wo das Ganze, wenn es richtig gemacht wird. Aber da ich sowas nie traue, aus eigener Erfahrung, dass das immer verfälscht wird und alles und dann nicht detailliert genug und ich bei Details sowieso immer ein bisschen so ein kleiner Lügner? Was? Wer hat das gesagt? Das ist nicht wahr. Man darf ihn nicht lügnen, auch wenn er lügt. Hat er selber gesagt. Ich sage das jetzt unverfänglich. Das war natürlich nur Satire. So ein kleiner Genauigkeitshater bin. Er wollte wahrscheinlich, er sucht das Wort Perfektionist. Allerdings möchte er dann natürlich in so einem Film dargestellt werden, ja, wie Gott. Anders kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Selbst wenn, möchte ich es nicht. So möchte er dann gern dargestellt werden. Und egal, welches kleine Detail auch nur irgendwie negativ ausgelegt werden könnte, da ist Rainer ein Perfektionist und das möchte er nicht. In dem Sinne? So Korinthenscheiße oder so. Oder? Ja, Korinthenscheiße wird das anders. Glaube ich jedenfalls. Wie auch immer. Mir geht es darum, ich möchte, wenn ich was mache oder wenn was gemacht wird, soll es wirklich detailliert sein und wirklich ganz genau. Ja. Und das ist halt oft einfach nicht der Fall. Perfektionist quasi. Richtig. Ja. Danke, RBS. Natürlich ist Rainer dafür bekannt, ne, dass er immer sehr genau ist. Ein Perfektionist. Genau dafür ist Rainer bekannt. Na klar. Ja. Ich versuche halt immer alles so perfektionistisch wie möglich zu machen. Perfektion selber gibt es ja meiner Meinung nach nicht. Weil die Menschheit ist von jeher unvollkommen und das werden wir immer sein. Ich glaube auch nicht generell, dass es irgendwie eine Art von Vollkommenheit gibt, weil kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich meine, das habe ich von Gronkh damals aufgegriffen in einem seiner neueren, also ist schon wieder mittlerweile schon wieder ewig her, wo er dann nochmal angefangen hat mit Minecraft, hat er irgendwas mal erzählt. Zu dem, weil der in letzter Zeit echt öfters mal über dich auch redet. Echt? Ja. Wie öfter mal? Ich weiß nur, dass er einmal in einem Stream über mich geredet hat. Keine Ahnung. Ja, der schwankt immer hin und her zwischen mal soll man dich in Ruhe lassen, mal macht er wieder Witze über dich und sagt irgendwie Bombe-like Schmaß und so ein Kack. Das bezweifle ich jetzt sehr, dass er das gesagt hat. Ich nicht. Wie auch immer. Dazu sage ich gar nichts, wie ich zu jemandem stehe. Ja, wir erinnern uns an sein vorletztes Video. Alle reden über mich, keiner mit mir. Was er über andere YouTuber dann gesagt hat, wie er sie tätowiert hat. Es gab dafür keine Probleme. Ihr wisst, das Wongelglück regelt, ne? Und er kann sich halt alles rausnehmen. Ja. In seinem letzten Video, also der Podcast Teil 1, sagte er auch, er möchte über andere YouTuber reden. Er selber möchte natürlich nicht, dass über ihn geredet wird, er kann aber über andere reden. Das ist völlig in Ordnung. Okay. Daraus habe ich gelernt. Nee, also, habe ich den Faden verloren. Sorry. Wo war ich? Perfektionismus und keine Vollkommenheit. Ach so, ja, es gibt halt ein paar Sachen, die wir Menschen uns mit unserem Verstand nicht aussuchen können, beziehungsweise die wir halt nicht realisieren können. In seinem Fall zum Beispiel das kleine 1x1. Spaß. Nicht wahrnehmen können. Das ist einmal die Unendlichkeit und einmal das Nichts. Aber ich finde, die Perfektion gehört auch dazu, weil wir sehen zwar manche Sachen als perfekt an, aber wenn ich jetzt was als perfekt ansehe und du kommst daher und dann liegt da ein Haar. Ja. Und ich finde das mit dem Haar perfekt. Ja. Findest du es aber nicht perfekt. Und das ist genau das Problem.
Und deswegen gibt es die Perfektion nicht, aus meiner Sicht. Über Perfektion kann man streiten wie über Kunst, gibt es ja auch den Spruch. Genau, richtig. Das gilt auch für... Den Spruch kennt Rainer natürlich, ne? Zwinker, zwinker. Musik, also Meinungen und so weiter, das lässt sich über alles lässt sich eigentlich streiten. Das finde ich aber auf der einen Seite auch ein bisschen schade, dass man dann wirklich darüber überhaupt streiten muss. Tatsächlich, das finde ich eigentlich völlig blödsinnig. Deswegen, weil, ganzen ja? Kriege... Rainer muss darüber streiten, ne? Ist natürlich eine Geschmackssache und über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt man ja. Bei Rainer, im Sprichwort heißt es, man muss sich streiten. Okay. Eigentlich kann man sagen, auch so Streiten über Gott quasi, alles so Sachen nur über so Kleinigkeiten und dann daraus entsteht ein Krieg und... Ja. Also muss ich mal aufs Klo, ich muss schon seit fast einer Stunde. Ja, bin gleich wieder da. Jo, bis gleich. Bin auch mal kurz weg. So, wieder da. So, wieder da. Bibi. Jo. Ui, ich wollte eigentlich jetzt, war jetzt noch kurz in der Küche, hab mir kurz überlegt, ob ich mir noch mal meine Gemüsesuppe hinstelle. Aber absolut keinen Bock jetzt gerade. Seine Gemüsesuppe. Eine runde Gemüsesuppe. Mit Teig als Grundlage, Käse, Salami, Tomatensauce, lell. Habt außerdem mal auf die Uhr geschaut und gesehen. Schon 4. Ja. Wollt schon seit einer Stunde im Bett liegen. Ach. Wie auch immer. Naja, die Welt ist halt wie sie ist. Perfektion ist da so eine Sache, aber wie gesagt, es gibt halt ein paar Sachen, die man eigentlich gar nicht realisieren kann. Aber die Unendlichkeit und die, das Nichts sind halt zwei so Punkte wirklich. Es ist halt absolut nicht greifbar für den Verstand, weil der Verstand kann nicht nichts denken. Das geht nicht. Ja gut, außer man ist so ein extremer Physiker, ne, dann kann man das natürlich schon verstehen. Also wir normale Menschen, wir verstehen es natürlich, wir sind zu dumm dafür, aber... Nee, von Verstehen hat keiner was gesagt. Man weiß, was man... Die einzige Sache, was man wirklich kann, ist halt, man kann was mit dem Begriff anfangen. Man weiß, was der Begriff umschreibt und alles. Aber hast du schon mal versucht, nichts zu denken? Also wirklich gar nichts. Auch nicht daran zu denken, nichts zu denken. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Du hast da mal was gesagt, so dir gehen manchmal in einer Sekunde 1000 Sachen durch den Kopf. Ja, übertrieben gesagt, ja. Also ja, bei mir ist auch so. Das ist Rainers großes Gedankenexperiment, ne? Das wäre genau das gleiche, als wenn ich euch sage, versucht genau jetzt in dieser Sekunde bitte nicht an einen lila Elefanten zu denken. Natürlich denkt man dann genau jetzt dran. Das ist, ach komm, ey. Manchmal, du. Nicht ganz so krass, aber man kann seinen Kopf nicht leer bekommen. Ja. Bei manchen Leuten bin ich mir da ganz ehrlich nicht so sicher. Ja, bei mir ist es durch mein ADS, also nicht durch mein ADS, sondern dadurch, dass ich so viele Sachen im Kopf habe. Das ist übrigens genau wie seine Legasthenie selbst diagnostiziert, ja? Sollte immer dabei gesagt werden. Ich ADS, also ich bin so leicht abgelenkt, weil ich halt ständig an irgendwas anderes denke und mein Kopf sich nicht so leicht fokussieren kann. Mein Kopf kann sich nicht auf eine Sache fokussieren oder nur sehr schwer auf eine Sache fokussieren. Nein, Rainer, es liegt daran, dass du eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagsfliege hast. Anders kann man das nicht beschreiben. Das ist meine Meinung. Ja, Rainer ist nicht in der Lage, einen normalen Dialog zu führen. Rainer spielt in der Zeit lieber. Und empfindet das überhaupt nicht als respektlos. So, Rainer kann nicht eine Sache machen und sich darauf konzentrieren, weil ihn die Sache einfach nicht interessiert. Es interessiert ihn nicht, weil es sich nicht um ihn dreht. Wenn Rainer redet, darauf kann er sich konzentrieren. Aber wenn jemand anders redet, ist ihm das völlig egal. Weil halt ständig durch Augen, Ohren, Nase ständig irgendwelche anderen Eindrücke kommen oder durch körperliche Empfindungen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eiskalte Füße, meine Hände schwitzen und so weiter. Das ist ja ganz normal, ja. Aber diese Sachen lenken mich genau.
Ja, das ist völlig normal. Ich habe auch ständig eiskalte Füße und meine Hände schwitzen. Wenn mir das ständig so gehen würde, würde ich zum Arzt gehen. Auch so ab, wie zum Beispiel, dass vor mir jetzt eine Kaba-Dose steht von Ja, oder ein Kleber von Ponal oder Ponal. Dann ist es keine Kaba-Dose, denn Kaba ist die Marke. Oder? Heißt es einfach nur Kakao von Ja? Kaba ist doch die Marke, nicht? Es gibt doch kein Kaba von Ja. Das ist doch Quatsch. Ja, genau. Klar, das geht alles in deinen Kopf und im Endeffekt dein Kopf verarbeitet alles und dementsprechend bist du ja, alle mit halt, beschäftigt. Ich nehme es ja nur im Unterbewusstsein in dem Sinne wahr, aber dadurch, dass ich halt, das ist nur ein Beispiel, ich denke jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel nebenbei ein bisschen Musik laufen und dann, das sind halt alles so Sachen, wo mich dann halt mein Kopf versucht, sich auf eine Sache zu fokussieren, aber während er das macht, denkt er sich, er fängt an, auf was anderes sich zu fokussieren. Deswegen. Rainer, und wenn du weißt, dass das so ist, dann mach doch nicht zwei Sachen. Hör doch keine Musik, während du ein Buch liest. Das können viele Leute nicht. Für manche ist das total entspannt, die hören Musik, während sie ein Buch lesen. Manche können das nicht. Manche blenden dann die Musik aus oder verstehen dann den Text nicht mehr oder so. Oder wenn du mit jemandem redest, such doch nicht im Internet irgendwas rum. Oder fang an zu zocken. Wenn du weißt, du kannst diese zwei Sachen nicht gleichzeitig. Dann ist das respektlos gegenüber dem anderen. Deswegen bin ich auch immer so leicht abgelenkt, wenn ich irgendwas nebenher mache. Aber Tiere zum Beispiel, also oder vor allen Dingen Jagdtiere oder halt auch also Graubkatzen und so, da sagt man ja, dass dadurch halt auch Reflexe sehr krass sind. Also keine Ahnung, wenn du alles unterbewusst wahrnimmst, merkst du im Kopf ja gar nicht, hast du auch sehr schnelle Reflexe oder zumindest... Das ist der Grund. Wie schön es gewesen wäre, wenn Rainer damals schon erzählt hätte, dass am ASB einer seiner Nachbarn Löwen gehalten hätte. Gott, hätte RBS jetzt da drauf abfahren können. Das ist der Grund, warum der Typ mit dem Schlagstock nur eigentlich wirklich zwei Schläge landen konnte. Der dritte Schlag, der auf meinen Kopf gehen sollte, da so schnell hat er gar nicht reagieren können. Also er. Ja, denn Rainer hat Reflexe wie eine Raubkatze. Hat er von diesem Löwen gelernt. Lell. Er war sehr schnell. Ja, er war ja von seiner Statur her. Hat er ja mir gegenüber auch Vorteile gehabt, weil er ganz andere Statur hatte, weil er viel, viel schnellere Statur hatte. Er hatte eine schnellere Statur. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, dass der andere halt nicht so dick war, ne? Zu sagen, er hat eine schnellere Statur. Trotzdem war Rainer am Ende schneller. Aber den ersten Schlag hat er mich im Prinzip nur am Bein getroffen, was nicht wirklich viel reagiert hat. Dann der zweite Schlag ging auf den Bauch und der dritte sollte eigentlich auf meinen Kopf gehen. Okay. Und da und dann hat dann dein Körper quasi eingegriffen und ist abgeblockt. Da habe ich dann so schnell reagiert, wie er gar nicht geschaut hat. Das Lustige ist, also ich habe ja dann meinen Arm hochgerissen, eigentlich nur den Ellenbogen leicht gebeugt gehabt und einfach nur den Ellenbogen hochgerissen. Er hat also quasi auf der Unterseite meines Armes auf den Ellenbogen geschlagen. Und ob diese Geschichte jetzt wahr ist, wenn jemand mal einen Schlagstock benutzt hat und schlägt jemanden damit volle Pulle auf den Ellbogen, Leute, ist der Ellbogen durch. Ne, der macht's Knack und Aua. Nicht so bei Reini. Okay. Genau. Und das Lustige ist, ich glaube, mein Ellenbogen war, das hört sich bescheuert an, aber ich glaube, das war ein recht billiges Ding. Mein Ellenbogen war, glaube ich, hatte als sein Schlagstock. Ja, glaube ich. Ich meine, meistens sind diese so Billigteile bestimmt, ja. Ja, das hat auf jeden Fall, habe ich gespürt an meinem Arm, wie das Ding nachgegeben hat. Also, das hat sich ja, das ist ja so ausgeklappt gewesen. Das sind ja drei so Plastikteile, die man ineinander schieben kann. Ja. Achso, bei so einem Teleskopschlag weiß ich das natürlich nicht. Ich dachte, er meint jetzt hier wie so ein Polizeischlagstock oder so ein Knüppel halt, den man halt zum Angeln auch benutzt, ein Totschläger oder irgendwas. Also wenn man damit zuschlägt, Leute, da wird der Ellbogen weg. Bei so einem da weiß ich das nicht. Und ich habe gemerkt, wie sich das obere Teil, also der hat mich mit der Mitte erwischt und ich habe gemerkt, wie sich das ein bisschen so mein Arm gebogen hat.
Aber das Problem ist, dadurch, dass die auch so leicht nachgeben, kriegst du dann halt viel mehr Schwung drauf, ne? Doch, und sind an sich auch ziemlich stabil. Keine Ahnung, also die, wenn du... Weiß auch nicht, was das für Material die waren. Kampfsportlich ist es nicht wirklich, aber es gibt doch so keine Ahnung, so Karate oder sowas, da werden doch auch oft so Dinger durchschlagen, ne? Also wenn du das extrem gut trainiert hast. Ne? Und bei was? Bei Karate oder sowas wird doch im Endeffekt auch so Steinplatten oder sowas kann man theoretisch durchschlagen. Ja, im Endeffekt, wenn du fokussiert bist und total, ja, im Endeffekt wird so ein Plastik-Scheiß-Ding, ja. Jetzt straft mich von mir aus Lügen. Ich verbreite wieder Halbwissen. Das liegt auch daran, dass die Hand halt schnell ist und der Stein gibt ja nicht nach. So, wenn die Hand jetzt da unten liegt und der Stein würde mit der Geschwindigkeit auf die Hand prallen, kannst du trainieren, was du willst, dann ist die Hand kaputt. Ne? Das liegt ja an der Geschwindigkeit der Hand und dass der Stein nicht nachgibt. Wenn das andersrum wäre, würde der Stein nicht auf der Hand zerschellen. Kein Problem. Ja, also beim ausfahrbaren Schlagstock sind halt die Schwachstellen eigentlich die Punkte, sind halt im Prinzip die Verbindungsstücke. Der Nachteil. Ich kenne mich mit den Schlagstöcken nicht aus. Vielleicht sollen die auch leicht federn. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat... Gerade eben hat er noch gesagt, dass die leicht federn sollen, damit die halt einen gewissen Schwung kriegen. Jetzt kennt er sich damit nicht aus und sagt, vielleicht sollen die ja federn. Hat sich angefühlt, als würde das Ding gleich in zwei Teile zerbrechen. Vielleicht hätte er auch noch 1000 Mal damit zuschlagen können, bevor es zerbrochen wäre. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich, wie gesagt, damit nicht aus. Ich weiß nur, was ich gemerkt habe, was ich gespürt habe, als er zugeschlagen hat, dass das Ding nachgegeben hat. Aber vielleicht ist es ja so gewollt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn der mich getroffen hätte und meinen Körper nicht angegriffen hätte, wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Weil wenn der mich mit dem Ding am Kopf erwischt, das hat er vorne so eine harte Spitze gehabt, also ja. Das war ja wegen so breiter noch. Also er erzählt jetzt hier wirklich von Mordanschlägen, ne? Nee. Ich kenne jetzt schon eine Menge Leute und keiner von denen ist darauf ab, Rainer irgendwas Schlimmes anzutun. Wirklich nicht. Du warst echt krank. Also. Wenn der mich damit erwischt hätte, würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Also, oder zumindest vielleicht auch nicht mehr ganz ich sein, wie auch immer. Wahrscheinlich Persönlichkeit verloren oder sowas teilweise. Naja, Persönlichkeitsveränderung wahrscheinlich eher dann schon. Wäre dann in diesem Fall vielleicht gar nicht so schön. Nein, das sage ich jetzt nicht. Als verloren, ja. Ja, naja, wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Ich habe da, bin da mal, weiß gar nicht, was ich da groß davon halten soll, also. Ich finde, es ist halt einfach krank, aber ich finde generell das ganze Zeug, was abgegangen ist, krank. Ich meine, bei dir, wo du jetzt bloß so Videos gemacht hast in dem Sinne, wobei ich dazu sagen muss, ich bin schon ein bisschen auch angepisst gewesen bei dir, weil du in gewisser Weise ja die Sache losgetreten hast, dass die Leute bei mir vorbeigekommen sind, ne? Ja, schon, ja. Aber im Endeffekt war ja auch schön da, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Du bist ja auch sehr viel rumgelaufen. Das ändert ja aber nichts, ja, aber, das ist ja, wie gesagt, auch so Sache, aber ich denke, es waren vielleicht wirklich auch ein paar, weil du damals mit diesem Pilgerweg angefangen hast. Ja, mit diesem Lügenschatz. Wäre der halt noch da oben auf der Burg, würden die Leute bestimmt noch auf die Burg gehen, aber du hast den ja zerstört. Oder ich weiß nicht, wer hat den nicht zerstört. Die sind ja nicht zu dem Pilgerschatz gegangen oder so. Also, bis ich den das erste Mal registriert habe, waren ja schon mehr als zwei, drei Leute da. Und in dem ersten Buch stand ja eigentlich nichts drinnen. Ja, da waren schon einige Einträge drin, doch. Viel war da nicht drin. Ich habe das Buch noch da. Also da steht nicht viel drinnen. Echt? So, sind so 3-4 Einträge, das war's. Und da waren aber bestimmt 100 Leute schon vorher bei mir. Aber es gab nämlich zwei. Wenn RBS da angeblich für gesorgt hat, mit dem Lügenschatz, dass da so viele Leute hinkommen. Es waren 100 da und 3 haben sich nur im Lügenschatz eingetragen. Dann hat er vielleicht nicht dafür gesorgt, dass alle kommen. Das waren mehrere, das waren schon 5 oder 6 Stück. Aber da standen keine mehr als 2-3 Einträge drinnen. Echt? Ich habe da auch mal ein Video gesehen von so ein paar Hatern. Ich habe es dann auch hochgeladen. Die haben das quasi gefilmt, was da alles schon drin stand. Ja. Kann sein, dass im allerersten wirklich ein bisschen mehr drinnen stand, aber sonderlich vielen war das nicht. Mhm. Also ja, cool. Im Verhältnis zu den Aktionen, also zu den Leuten, die bei mir da waren, war das nicht viel. Wie auch
So, Leute, ich sehe gerade, dass wir für Teil 7, wir sind jetzt schon wieder bei 2 Stunden fast. Ein Dreiviertelstunde. Teil 7 ist nur sehr kurz. Da werden wir den Rest von Teil 6 mit reinnehmen. Ich muss mich jetzt nämlich auch losmachen hier. Leider. Ich hätte gerne noch ein bisschen weitergemacht. Aber wir nehmen jetzt den Rest von Teil 6. Nehmen wir dann für Teil 7, weil Teil 8 und 9 ein Teil zusammen ist. Und den nehmen wir uns dann komplett vor. Ja. Dann machen wir hier jetzt Feierabend. Ich hoffe, ihr schlaft schon alle. Und den nächsten Teil gibt es natürlich dann auch bald. Leute, was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream, ne? Bis dahin, werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Und Mad Love.